Let's go! So, okay. Das hat endlich mal alles funktioniert. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich hoffe, das ist gut. Okay, diese minütlichen Nachrichten sollten jetzt bald aufhören. Eigentlich. Aber wie gesagt, ich hoffe, das wird einfach gut. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Problemchen mehr. Aber ja. Also das sind auch gerade so ein paar coole Trommel-Leute. Aber da könnte man sich ja ein bisschen einfach entfernen. Dann sollte es ja besser gehen. Oh, warte. Ein bisschen tief ist es noch, ne? So. Let's go. So. Es hat jetzt halt ein bisschen länger gedauert, weil ich noch nicht. Oh, damn. Wie ist es so? Irgendwie kommt es nicht ganz hoch, Digga. So ist vielleicht ganz alright, oder? Ja, eigentlich muss ich das Kabel länger wickeln. Warte. So. Oh, damn. Jetzt habe ich das Kabel actually. Jawohl. Oder eigentlich ein bisschen verhakt. Aber oh, well, so geht's. So geht's actually. So. Moin Julius, was geht? Was geht? Was geht? Yo, Köln, Digga. Ja, moin, ja, ist Köln, warte. So. Moin Lise, was geht? Ja, hier, Köln. Actually. ja, sorry, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat mit dem Start und sowas. Ich glaube auch ein bisschen Problem irgendwie. Streamnetz-App hat wieder nicht den Chat angezeigt on stream. Warum Köln? Das ist mal das erste, was mir eingefallen ist, was innerhalb von so ein paar Stunden erreichbar ist. Und was halt noch ganz cool ist und so. Und ja, schön. Ja. Ist echt schön gerade hier, ne? So, da hinten sind noch diese Kran-Gedönshäuser. Das ist echt voll interessant, so. Diese Kran-Gedönshäuser. Ich glaube, das ist wieder so safe, so mit die bekanntesten Wohnhäuser in Deutschland safe, oder? Das kann man ja safe schon sagen, oder? So, ich meine, diese Kranhäuser da, die sind ja schon relativ bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. Aber es geht bei euch. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich jetzt zu verstehen bin, by the way. Weil jetzt gerade mega viel Sound so, wir sind halt. Digga, wir sind halt direkt hier unter der fucking Hohenzollern-Gedönsbrücke. Ja, Kranhäuser, ja halt diese Wohnung da hinten, warte, vielleicht kann ich actually so ein bisschen daran zoomen, aber so die da, oh, die sieht man actually ganz gut hier, die da, Hammerhäuser, wer nennt die Hammerhäuser? Ja, wer nennt die Hammerhäuser? Ich glaube, die haben wahrscheinlich irgendeinen voll official Business-Namen oder so. Und die werden halt öfters ein bisschen so genannt. Aber Hammerhäuser, die sind nämlich fucking Hammer geformt, oder? Also sind halt echt nicht Hammer geformt. So. Und das RTL, ja moin. Meinst du die Waluigi-Häuser? Okay, Waluigi-Häuser ist definitiv der beste Name. Klingel bei Felix von der Land. Der wohnt da, stimmt, ne? Aber guck mal, ja, jeder kennt die so. Also ich glaube, da oben ist nicht billig so. Ist safe so einer der teuersten Spots in Deutschland, oder? Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Surevis Halle. Warum? Warum, Digga? Warum? Na, Bro.
Ja, lass mal lassen, Digga. So. Ich meine, hier drüben ist halt auch der Dom. Warte, wo ist das eigentlich ein Baum? Jawohl, da. Und ja, man nimmt mich auf jeden Fall ganz allgemein zu verstehen, ne? Denke ich mal. So, wie ihr hier schon mit dabei seid. So, okay. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen das Kabel hier abwickeln, weil ich muss es länger halten, als ich dachte. Oh, ein Schluck Wasser wurde eingelöst. Bin ich actually prepared für? Bin ich actually prepared für? Ob es klappt, nicht, aber. So. So. Gerade machen, okay, gerade machen ist echt. So, nicht gerade machen, jawohl. So. So, weil ich habe hier hinten im Rucksack Wasser. Warte. Da ist es. Ja, moin. So. Wir hatten nur eine Hangfrage. Warte, kann ich das irgendwo abstellen? Nee, gar nicht, ne? Echt gar nicht. So. So, okay. Ein Schluck Wasser. Gerade machen, ich gehe halt die ganze Zeit gerade. Also, was willst du? Krummer Rücken, was für krummer Rücken. Ich habe einen Rucksack auf, das ist das Ding. So. Okay, jetzt die Challenge, aber das Ding hier wieder mit einer. Oh, das ist gar nicht so schwer, actually. Okay, das Einpacken ging actually ganz leicht eigentlich. Okay. So, hört man eigentlich diese Trommeln da? Weil die sind irgendwo da hinten. Da hinten sind irgendwo Leute am Trommeln. So, da hinten irgendwo. Pass auf Steam Sniper auf, ja moin. Einfach auf einmal 100. Digga. Lass doch mal gerade bleiben so. So, warte, vielleicht muss ich es doch einmal nochmal so drum rumwickeln. Obwohl, oh, das Kabel ist echt nicht so lang, okay. Hoffen wir einfach, es passt so jetzt. Ich halte es jetzt einfach vorsichtig und dann passt es einfach. So, das ist. Dann passt es alles. So. Aber auch erster Stream jetzt IRL Sims zur normalen Streamzeit tatsächlich. Ich meine, es wird wahrscheinlich noch im Dunkel enden. Ich glaube, es soll so um 20 nach 9 dunkel werden. Digga! Was ist da los? Hätte ein längeres Kabel mitnehmen müssen, Digga. Weil ich mache das, ich halte das Ding jetzt einfach kürzer so. Mach das dafür ein bisschen weiter hoch und dann passt das. Let's go. So. Oh, da machen eigentlich die Leute Fotos. Okay. Das ist jetzt echt schwer, der Solar. Oh, der eine geht weg, okay. Aber ich will ja jetzt halt nicht mitten durchlaufen, so dass wir ja. Bisschen assi. So. Aber ja, lass auf jeden Fall mal jetzt erstmal Richtung Dom da gehen. Und ja, checken, was da so abgeht. Ja moin, was geht? Finn zu dem OC. Was geht? Hey, das war gut. Oh. Moin. So. Viel Spaß, Köln. Let's go. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Okay. Danke.
So, okay, da kann man nicht endlich nach. Hat wird dieser Platz zugemacht oder? Oder wird die Brücke zugemacht? Da war halt irgendein Guy, der mich einfach so weggewiesen hat. Ich weiß nicht, wo, warum, aber folgen wir. Bis wir wieder Moin zu random Leuten sagen. Moin zu random Leuten sagen. Eigentlich eine gute Idee. Aber hier gehen gerade so alle in eine Richtung so. Da kommen einem nicht so viele entgegen, aber vielleicht auch auf dem Platz da vorne. Da geht das ja alles eher so ein bisschen durcheinander. Da können wir das safe mal machen. So. Hier machen wir noch mal einen schönen Domblick. So, okay, immer noch nicht gut halt, gut genug befestigt. Jawohl, so. Okay. So. Oh. Dreh. Let's go. So, und dann ist hier der Bahnhof, wo ich eben arrived bin da. Digga. Irgendwie ist es trotzdem noch. So, machen wir jetzt einfach ganz klein. So. Geht's trotzdem noch? Ja. So geht das doch. Moin. Okay. So. Hast du was Bestimmtes vor? Hey, keine Ahnung, maybe jetzt ein bisschen Domplatz. Vielleicht nochmal auf die andere Seite, ich weiß nicht. Und dann einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was gucken. Sonst würde ich dir eine Aufgabe stellen. Okay, hau mal raus, vielleicht kann das echt machen. Und nicht jetzt bei fucking Dena oder so klingeln. Das ist eine weirde Aufgabe, Digga. Wo bist du in Köln? Ich bin gerade. Achso, was? Du bist in Köln? Achso, ja, ich bin in Köln. Für ISN. Viel Spaß hier. Vielen lieben Dank, Hannah. Let's go. Ach, Digga. Was ist da? Warum? So, warte, ich mach das jetzt nochmal. Ich probiere das jetzt nochmal hier doch so ein bisschen fester zu funseln. So. Warte, ich werde es nochmal hier umstellen. Köln ist meine zweite Lieblingsstadt. Oha, was ist da die Lieblingsstadt eh weg? So. Okay, warte, oh, die Maus ist ein wenig zu klein für mich. Aber gut, ich versuche das irgendwie hinzukriegen. So. Aber dann will ich einfach meine Powerbank in das andere Ding, in die andere Tasche packen von meinem Rucksack. Oder ich packe sie einfach in die Hose. Aber nee, das ist ein längerer Weg. Oder? Obwohl. Nicht unbedingt. Okay, irgendwas piepst da. Ist es bei mir? Ah ne, das ist die Ampel da unten. okay. Ich dachte kurz, was geht mit meinem Handy ab, Digga? Das war literally einfach diese Ampel da, ja moin. So. Okay, dann werde ich jetzt einfach kurz nochmal den Strom da wegnehmen. Oh, warte, aber die Powerbank, Powerbanked. Powert irgendwie nicht. Ich hab, glaube ich, weniger als ich vorher hatte. Aber okay, ich habe das Handy auch gerade erst angeschlossen. Also vielleicht doch nicht. Vielleicht powerbankt sie actually. So. Oh, warte. Das habe ich ja genauso wie vorher. Warte. Das wollte ich nicht. So. Ja, da verspiele ich mich schon so ungemein. Und dann bin ich immer noch nicht ready mit und sowas. Sorry dafür, Digga. Aber gut. Ich werde es jetzt doch mal so probieren. Ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht gehen. Oh, warte, ich habe es nicht. Ich habe das echt nicht drum gekriegt. So, okay. Krefeld, also meine Heimat. Köln und Krefeld sind nur 15 Minuten Zug entfernt. Ja, genau. Krefeld war ich echt noch nie.
Das ist bestimmt auch ganz nett. Krefeld, ja moin. So. Okay. Ich werde es jetzt so probieren. Vielleicht mehr wie jetzt so. So. Gut. Okay, so fühlt sich das irgendwie schon besser an. So. Weiß ich, oh, jetzt lädt es gar nicht. Bis zu mehreren Tagen Köln, nur heute. Also Köln bin ich nur heute Morgen. Bin ich wahrscheinlich eckig in Bielefeld. So. Okay, begebe dich zu dieser Location. Oh, wait, das ist. Ich habe das dumme USB-Kabel genommen. Ich habe das Trash-USB-Kabel genommen. Fällt mir gerade ein. Okay, warte, okay. Aber was ist die Challenge von Milo? Dann wechsle ich nochmal das USB-Kabel. Begebe dich zu einer Location, Sehenswürdigkeit von Köln. Der Name der Sehenswürdigkeit lässt sich auf einer Farbe, zusammen. Wenn man es Farbe nennen kann, ist es nicht bunt. Transportmittel für viele Leute ein Denkmal. Okay, Denkmal, Transportmittel, ja. Also wenn man es Farbe nennen kann, ist ja wahrscheinlich entweder schwarz oder weiß. So. Hätte ich jetzt gesagt. So. Also irgendwas schwarz und Transportmittel für viele Leute. Und ist aber auch ein Denkmal. Okay, das ist interesting. Aber ja, ich werde jetzt wie gesagt nochmal das Ende machen. Du darfst alle möglichen Leute fragen. Okay. So. Wenn ich echt nochmal Dingens aussehen und hier das richtige USB-Kabel, weil sonst lädt mein Handy wahrscheinlich nicht so krass und das wäre halt ungut so. Deswegen. So, kann ich meinen Rucksack easy darunter ausziehen? Oh ja, das geht sogar diesmal, ne? Oha, weil es alles so getrennt voneinander ist. Das heißt, ich kann meinen Rucksack einfach abziehen und kann trotzdem hier diese Steam-Sachen. Scheiße. Mein Mikrofon hat actually am Rucksack geklebt, gehangen. Das funktioniert noch nicht so ganz, aber warte, ich kann es ja erstmal hier einfach dran machen. Das sollte ja actually auch gehen. So. Okay. Oh, warte, das ist, weil ich hier immer dran ziehe, ne? So, okay, dann machen wir mal das dumme USB-Kabel raus. Das dumme, weirde, goofy USB-Kabel machen wir raus. Und so, warte. Und dann wechsle ich das mal hier kurz. So. So, wo ist jetzt hier ein gutes Ding? Oh, das ist doch ein gutes Teil. Das ist doch eins von denen, die ich gestern erst gekauft habe. Nur für heute, weil ich so einen großen, dezenten Mangel an USB-C-Kabeln hatte. Deswegen habe ich mir ein paar neue gekauft. Das ist sogar, glaube ich, ein bisschen länger als das andere. Das heißt, damit sollte ein bisschen mehr Freiheit garantiert sein. So. Okay, ich sehe gerade, ich bin voll gegen das Licht, aber egal. Geht gleich weiter. So. Aber wir verlieren hier wirklich rapide Akku. So. Das heißt, ich werde hier einfach mal das hier da reinstecken. Oder warte, ich stecke das erst ein, nachdem ich den Rucksack wieder auf habe. Weil, ja, dann habe ich das einfacher, wenn ich ihn wieder absetzen will. Glaube ich. Rein logisch gesehen, oder? Ja. So. So. Alter, krass, Internet ist gut genug für IRL-Teams. Ja, Internet in Köln, ist, habe ich gedacht. Nein. Bauen Sie was? Ja. Auf Twitch. So.
Bitteschön. 5,5 habe ich nicht mehr, sorry. Hab mal eine Kategorie reingemacht. Was für eine Kategorie hast du gemacht? IRL aus Köln. Travel and Outdoors. Ah, ich hatte doch vorher schon Travel and Outdoors drin, oder? Okay. Da war gerade so ein Guy, der hat mich nach einer Spende gefragt. Ich habe es jetzt einfach schnell gemacht, weil ich halt jetzt nicht so weg. Ich will jetzt auch keinen Stress, deswegen habe ich einfach ein bisschen was gegeben. War nichts drin. Okay, ja, dann perfekt. Let's go. Ah, Travel and Outdoors actually smart. Das ist Travel and Outdoors sehr smart, dass du das genommen hast. Das nehme ich auch immer, weil ich glaube, als kleinerer Streamer ist das besser als das Chatting auch. Weil als größerer Streamer ist das halt lukrativ, weil so... Du wirst halt eh oben bei Just Chatting angezeigt. Aber so als kleiner Streamer bist du halt dann bei Travel and Outdoors weiter oben. Ja, es sind auch Leute, die dann wirklich genau diesen Outdoor-Content wollen halt. Also sehr smart, sehr gut, Milo. Gigamod-Arbeit hier. So. So. Oh. Ich würde das hier nochmal so einstellen. So. Gut. Okay. Okay, let's go zu meinem Spot. Okay, wir müssen erstmal rausfinden, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas wahrscheinlich mit Schwarz oder Weiß, hätte ich gesagt. Und irgendwie Transportmittel, aber es ist auch ein Denkmal. War Modwerk, ach so, jetzt wieder da. Keine Ahnung. Manchmal ist... Weiß ich, wo es jetzt gerade Modweg angezeigt hat, aber manchmal ist es halt einfach weird. Mach dir da keine Sorgen. Dich würde ich doch niemals als Mod entfernen. Aber ja. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Richtung Domplatz. Und gucken mal, was da so aktuell am Abgehen sein tut ist. Und ja. So, was kann dieser Spot sein? Ich gucke auch die ganze Zeit schon nach Hinweisschildern irgendwie, ob es irgendwas sowas gibt. Aber ich denke, es ist irgendwas mit Schwarz oder Weiß. Ist eigentlich weird für dich da draußen an so einem vollen Platz mit einem Handy zu streamen? Also, actually muss ich sagen, ich finde es gerade im Moment nicht so weird, wie wenn ich jetzt nur so einer Person begegnet bin bei irgendwie so Streams so im Wald oder so. Hier sind einfach zu viele andere Leute so. Du gehst halt so ein bisschen unter so. Während du halt irgendwie so, wenn du einen begegnest so, der bemerkt dich halt so. Ich meine, hier wirst du halt auch bemerkt, aber da bemerken dich halt auch noch irgendwie weitere Leute. Also ist eigentlich gar nicht so weird jetzt da zu sprechen, aber es ist schon ein bisschen was, wo ich auch am Reinkommen bin. So. Das Einzige, was mir einfällt, ist Cottbus ist gleich Cottbus. Digga, einfach Köln, moin Mathis, was geht? Let's go, okay. Und da sind diese Teile. Ich glaube, das ist öfter vom eher Kölner Dom, wo ich by the way gerade bin. Oh, da oben ist die Spitze. Let's go. Denn ja, hier sind halt einfach so Dinger mit Flaggen. Okay. Warum sagst du nicht, dass du in Köln bist, wäre dann zu dir gekommen? Ja, moin. Das wäre geil gewesen. Also ich meine, ziehen jetzt noch so mindestens eine Stunde. Okay. Aber wenn hier irgendwo bei dem Ding, bei den Dingern, eine Tuvalu-Flagge ist, ich werde da einen Zehner da lassen. Ich glaube, da sind die Geist, die das machen und ich werde, wenn da, der Steam-Sniper, ja moin, wenn da irgendwo eine Tuvalu-Flagge ist, dann werde ich da so einen Zehner da lassen einfach. Ich glaube, das wäre hier nicht der Fall. Aber ist cool, ja. Ich wäre auch nach Köln gefahren,
Nächstes Mal sage ich einfach Bescheid wegen Zuschauer treffen wir wollen. Okay, ist hier Tuvalu? Oha, ah nee, okay, das ist nur Australien. Das ist nur Australien. Bin eh erst zu Gamescom in Köln. Ja, Gamescom wird auf jeden Fall auch gestreamt. So. Aber die haben nur Australien und Neuseeland da. So. Hier haben die auch Australien. Na, kein Tuvalu. Schon. Bisschen cringe. Gamescom werde ich deine Streamwelt. Mach das. Auf Gamescom habe ich so Bock auf Streamwelt. Ich glaube, das wird mies witzig auf Gamescom. Dann so IRL-Raids. Also darauf habe ich echt Bock. Also Gamescom macht ultra gerne. Ich glaube, das wird lustig. So. Moin! Hallo. Bist du ein Steam sein? Nein, oder? Achso, okay. Sorry. Ich bin nur am Stream. Hast du live? Livestream, ja. Wie viel hast du da Person? Gerade 7. 7. Wie hast du Abonnenten da? Abonnenten? Auf Twitch habe ich hier 75. So. 7 Leute. Kommst du aus Köln? Ich komme nicht aus Köln. Also. Woher kommst du? So aus der Nähe Koblenz komme ich. Koblenz? Ja. Genau. Machst du einfach so wieder oder redest du dabei etwas? Ich rede auch dabei was. Live? Live, ja, exactly. Live, okay. Ciao, tschüss. Hey, Leute. Hi. Okay. Wie viele Leute sind? Was? Er fragt, wer der Ehrenmann ist. Ja, sagt ihm Kerim, kommt aus Algeria. Hi, Leute. Abonniert bitte, like machen. Danke. Algeria. Okay, danke. Tschö. Oh, die war cool. Die war actually cool. Frag nach Follow. Damn, erstmal Real Life Rage. Oh, die war actually cool. Alles war actually eher netter. Ich dachte erst, der wollte irgendwas fragen und dann war ich einfach nur so den Bild und dachte, das wäre so voll awkward dann. Aber am Ende waren die doch ganz cool. Weil am Anfang war ich halt Potion einfach in deren Bild. Das war irgendwie nicht so geil. Was denn, da ging es auf dein Handy aus oder was du siehst? Klar. Also da ist schon Vorsicht. Geboten. Twitch-related Raids, normal, non-Twitch-related Raids, dark. Ist schon irgendwie so. Ah, die waren cool. Die waren actually cool. So. Aber die kann man dann eigentlich den Dom noch so ein bisschen von der Seite sehen. Oh, wir haben das in Kunst gemacht. Es kommt hier Germi entführt. Ja, moin. Ah, aber es war gegen die Sonne, ne? Okay, aus welcher Epoche war denn nochmal hier? Gotik, oder? Gotik hatte doch hier, das habe ich hier als Kunst mitgenommen, hat doch hier diese Teile da. Letzte Gamescom war ich da, aber nirgendwo gar nicht gefunden. Du warst echt die letzte Gamescom da. Damn. Hast du echt nirgendwo gerne gefunden? Steht auch noch der Plan, Timo zu erfüllen? Der Plan steht auch noch, klar. Ist das cool, wenn man so öffentlich darüber redet? Am Ende kommt vielleicht auch wieder so eine Rahmengestalt und verpfeift mich. Das war eine D&D-Referenz, die nur ein paar wenige Leute verstehen. So. Nee, war sonntags da. Nächstes geht's nämlich. Ich war eigentlich auch sonntags da. Aber ja, da wussten wir noch nicht so stark voneinander. Glaube ich. Ja, Gamescom habe ich auch wieder mies Bock drauf. Ich glaube, das wird arschcool. So. Okay, wir sind jetzt gerade echt wieder auf dem Weg runter Richtung Rhein. So, kann man da. Moin! So, einen habe ich gemacht. Hat mir sogar zugenickt. Netter Dude.
Damals kannte ich dich noch nicht. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir uns unwissentlich getroffen haben? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir waren so, sag ich mal, so nebeneinander oder so irgendwas. Also der gleichen Halle oder sowas. Kanntest du da Tim schon? Tim kannst du doch da schon, safe, oder? Ich glaube, du hast aber nicht so aktiv zu der Zeit geguckt, ne? Hätte eigentlich auch nichts Bock auf Österreich, bin dann nur in Österreich. Auf Gamescom bin dann nur in Österreich so rum. Ja, das ist nicht so gut. Ich bin da, da kannte ich ja schon, oder? Aber den hast du auch nicht gesehen, oder? So. Bin schon seit 2021 voll dabei, Tim. Dann bist du ja sogar, keine Ahnung, also, weil du früher als. Oh ne, warte, ich war ja schon lange Follower bei Tim. Ich habe ihn einfach nur noch erst seit Ende 2021 aktiv geguckt. Und ja, so weiß ich. Aber du bist auch erst. Du warst nicht immer so aktiv, oder? Bei Tim zumindest im Chat, oder? Das erst mit der Zeit gekommen, ne? So. Weiß eigentlich gar nicht. Bin gespannt, wie viel aus der Community wegen meiner Größe geschockt sein werden. 1,90. Ja, das ist schon stramm. 1,90 ist die Real Talk schon stramm. Schaut ihm seit Februar 2020. Ja, du bist ja actually so ein Ultra-Tim-OG. So. Aber warte, gibt es hier irgendwo Hinweise? Ich will jetzt diese Sehenswürdigkeit finden. Ich meine, es muss hier irgendwas Bekanntes sein. Auch mit irgendwie Transport. Ah, du warst schon vor der Sea-Pause wegen Jovoda von Internet aktiver. Oha. Ich meine, ich habe da einmal halt so bei einem Raid von irgendwem, habe ich mal da reingeschult, wo er irgendwie Mario 64 gestreamt hat. Ist das der anderen Rheinseite, actually? Ist eigentlich auf der anderen Rheinseite, okay. Das ist interessant. Okay, das ist ein stronger Tipp. Aber ich glaube, ich wäre sonst eher so in die Richtung gegangen. Also hier mehr weiter in die Stadt rein. Aber okay, dass es auf der anderen Seite, Rheinseite ist, ist dann schon ein stronger Tipp. Bin weg wie diese Gammies. Willkommen zurück. Dead Louis, was geht? Was geht, was geht, was geht? Hätte ich während seiner ersten Pause niemanden Sub gekündigt, wäre ich schon über zwei Jahre Sub. Das ist krass. Das ist krass. Aber jetzt bist du ja auch schon Arschlein. Oh. Ich dachte, Rakusa wäre Dom Tendo, ja moin. So. Aber gut. So, also auf der anderen Rheinseite ist irgendwas. Dann lass doch erstmal darüber hängen. Ich will auf Loch mal Bomben projecten. Nein. Nein. Digga. Keine Idee. Ich werfe einfach meinen Rucksack da hin. Ich werde es gar nicht laut sagen, weil ich schon zu viel Schiss habe, Digga. Aber ist das strafbar, wenn man den Rucksack so hinwirft und einfach Bombenprank ruft? Ich meine, dann ist ja eigentlich ist ja ein instant klar, dass es ein Prank ist, aber also er regt ja trotzdem Ärgernis wahrscheinlich, ne? Solange das keine Bombe echt, keine echte Bombe ist, gelöst. Oh, das wäre auch eine gute Idee. Einfach, man lässt die Leute denken, dass es nur ein Prank ist. Und dann prankt man die aber doppelt und macht dann einfach eine echte Bombe rein. Ey, das ist echt funny. Das ist echt eine funny Idee. So. Als ich Tim das erste Mal gesubbt habe, hat er sich per Twitter DM bedankt. Unfair, sowas habe ich nie gekriegt. Was soll das? Bevorzugt er hier etwa Zuschauer? Was ist das? Blue Shell pranken und Gott, leider, das klingt hart. Ich will einfach Leute in Real Life Blue Shellen. Auf Lot, Digga. So.
Also okay, da haben wir auf jeden Fall so einen Wegweiser. Okay. Was haben wir da? Aber das ist ja der Aal, der so zur Rheinseite geht. Wir haben da Deutz, Hohenzollernbrücke, Landsesarena, Dom, Staatskapelle, Kölnmesse und Rhein. Also jetzt alles nicht so, was den Sachen entspricht. Ist hier was anderes drauf, wie das. Also halt irgendwie genau das Gleiche rauf. Ich habe einstweilige Verfügung bekommen. Ja, moin. So. Ich habe Spiel NATO einfach im selben Jahr entdeckt wie Germi. Ja, moin. Und eben hat auch irgendwer geschrieben, warte, wo ist das? Aber ja, Spiel NATO ist vor der Vodafone-Pause und jetzt ist mittlerweile ist ein meilenweiter Unterschied vor Qualität. Ja, vor Vodafone-Pause habe ich eigentlich nur einmal kurz reingeguckt und bin dann bis irgendwann halt ganz später nie mehr rein. Weil, keine Ahnung. Weil ich actually nicht so cool. Meine war auch alright. Meine war auch alright, so safe, aber habe ich noch nicht so gecatcht. Also da hat er sich auf jeden Fall improved, der gute Spielenator. So. Okay. Well, wenn wir actually mal auf der anderen Seite sehen, Vodafone ist halt unvergesslich. Ich hatte das Glück, ich war nie bei Vodafone, also. Aber ich hatte auch die Zeit, wo ich so richtig mit scheiß Internet und scheiß PC gestreamt hat. Das war sogar auf Englisch. Die alten VODs noch auf meinem Zweitkanal, Digga. Aber das war wirklich eine ganz wilde Zeit. Also was damals war, ich weiß es heute auch nicht. Und Digga, moin Wayne VWX, das geht. Hier ist auf Reise, Digga. Yo, Wayne. Wayne, Digga, was geht? Damn, ich hätte eigentlich den Geist eben fragen müssen, ob die das wissen. Aber. Naja, mal gucken. Okay. Ja, wo war es, Digga? Oh, warte, ist gerade so abgehakt? Also in der App sieht es ultra abgehakt aus, aber kein Plan, Digga. Ui, sub bei Nidas, mein nächster Plan geht auch hier hinein. Let's go, Milo, Giga-Chat. Giga-Chat, gönn dir. So. Zweiter Monat, ja, moin. Was ein Macher. Zweiter Monat. Hast du noch dieses Founders-Abzeichen eigentlich? Oder, also hat man das noch hat man das immer noch oder kriegt man das jetzt gar nicht mehr? So, würde ich echt immer juckeln, weil, ich weiß es gar nicht. Also kann sein, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viele verschiedene Leute gesubbt und ich weiß nicht, was so diese Kriterien ist, dass man noch dieses Founders-Ding kriegt. Spinato hat jetzt auch so viel mehr Energie und kann einfach besser entertainen als vor der Jule oder vom Hause. Ja, true. Aber das hat man auch schon über den Verlauf so der Jahre gemerkt, so dass das, also in der Verlauf der Jahre, was für Jahre, Monate, als ich zugeschüttet habe, hat man das auch gemerkt. Also auch von den Ideen her und sowas. Ist einfach cooler geworden, so. Das merkt man vor mir schon. Okay, wie lange runnest du schon Köln? Jetzt? Köln? Ich bin so vor anderthalb Stunden angekommen, oder nicht? Anderthalb Stunden. Eineinhalb Stunden und anderthalb Stunden, so lese ich gleich, oder? Bin ich gerade lustiger. Ja, moin. Also noch gar nicht so lange. Ich bin auch hier auch nur basically für den Stream. Oh, dieser Watchtime für meinen geht immer noch nicht. Let's go. Stream zu den Elements.
So. Jetzt muss man. Wo muss man jetzt lang? Warum ist das hier so abgetrennt? Ich check das nicht. Oh, warte, das ist irgendein Lauf oder sowas. Interesting. Warte. Okay, kann ich dann echt noch nicht so viel. Aber das ist auf jeden Fall irgendein Lauf oder sowas. Das ist noch so eine 3-Kilometer-Mark. VIP-Bereich, Digga, ja moin. Einfach so für die besonderen Bürger in der Stadt. Einfach so ein extra Bereich. Hast du eigentlich Hogwarts Legacy und hättest du Bock, das mal zu streamen? Haben tue ich nicht. Hätte ich Bock, das zu streamen? Ja, ganz simpel. So. So, hier ist anscheinend irgendwas von Obi. Minuten kommen die Läufer, es wäre schön. Ah, okay. Ja. Oh, cool. Oh, danke. Ah, machen wir gleich zu. Danke. Okay. Okay, wir waren eigentlich gerade auf der Laufbahn. Ich dachte, das hier wäre die Laufbahn. Aber gut, dann war das was andere die Laufbahn. Brauchst du Köln Battlebus dafür? Das war. Ja, hier ist anscheinend jetzt so ein Lauf wird hier gerade halt die Bahn so ein bisschen getrennt. Ich war halt eben gerade auf der Bahn für die Läufer und muss halt jetzt hier runtergehen, damit die halt gleich easy da durchlaufen und nicht durch die ganzen Menschenmassen und so was müssen. Imagine, jede Stadt hat so einen Battle Pass. Das ist wild. Aber auch irgendwie nicht wild. So. Alter, rein ist echt voll schön flüssiger. Also, bei mir ist der auch schon schön, aber hier ist nochmal anders wild, Digga. Aber in jeder Stadt einfach so ein Battle Pass, das wäre schon. Das wäre schon goddamn wild. Einfach so, du musst so, wenn du an so bestimmte Orte gehst, einfach so was reinschalten. Bei Level 20 Clippers in Kiel kriegt man 500 Gramm Krabben. Dann hätte ich den Krefeld Battle Pass schon längst durchgespielt. Klammern gehen hier raus. Ja, Digga. Köln wird so unsicher gemacht. Ja, moin. So, So. Ich glaube, ich will immer nicht so in Fotos laufen. Ich glaube, das ist ganz praktisch. So, aber ist auch schön hier. Warte. Oh. Der Joe, der Schlafsack ist so huge, Digga. Oh ja, das ist das hier. Ist auf jeden Fall sehr nett so. Ja, ich bin dann echt mal auf der anderen Seite gespannt, was so was meint auf der anderen Reihenseite, was irgendwie schwarz oder weiß ist. Ich habe echt keinen Plan. Also jetzt sollten hier in 5 Minuten anscheinend irgendwelche Läufe oder sowas kommen. Wenn die da sind, können redet irgendwie keiner mehr über YouTuber, aber es kann es sein. Ja moin. Digga, ich mache mein eigenes Dingens hier. So. Ich kaufe hier einfach alles und dann mache ich so meine eigene Stadt. Welcher König Köln-Fakt strahlt so ähnliche Vibes aus wie wusstet ihr, dass Super Mario Bros. 2 in Wirklichkeit Doki Doki Panic ist? Scheiße! So. Moin!
Twitch. Kann ich schon was sagen? Ah ja, komm. Was geht ab, G's? Folgt mir alle auf Instagram, unterstrich Samur50, unterstrich Pow. Okay, let's go. Tschö. Digga. 10. Let's go, big star. Er wird jetzt big. Der Dude wird jetzt fucking big. Folge ihm. Ich hab den Namen wieder vergessen. Oh Gott. Er denkt auch mein Charakter. Bisschen true. Oh, warte. So. Gut. Ich habe keinen Nahpunkt. Die geht echt gerade nicht. Warte. Aber ja, Trinkwasser. Ja. Ich trinke gleich Wasser. Ist ja schon notiert, mal. Ist schon notiert. Mache ich gleich, wenn ich drüben bin und Ruhe habe. Ich will jetzt nicht so weit. Wir sind hier gerade super viele Leute, die wollen auch durch und heim und sowas. Also, ja, werde ich auflösen. Aber ja, Kanalpunktumverteilung habe ich halt einfach vergessen zu deaktivieren. Sorry dafür. Warum ist die gleich, hätte ich auch wieder fragen müssen können? Damn. Ich vergesse immer zu fragen, wenn mich schon Geist ansprechen, Digga. Muss ich eigentlich fragen, Digga. So. Aber gut. So. Hat seine Punkte wieder. Warum hast du noch nicht nach dem Becken mal gefragt? Ja, wie gesagt, ich hab's vergessen. Also es ist einfach das da. Das wäre so goofy, wenn es einfach das da ist. Meine Pferd ist ein Transportmittel. Hi. Moin! Pferd kann man zählen lassen. So. Kann ich jetzt noch da durch? Ja, ne? Safe kommen da noch durch. So, okay. Hier sind ja jetzt super viele Schilder. So. Okay, let's go. Wayne for X, danke für den Sub mit Prime, Digga. Aber warte. Ist ja echt hier irgendwas? Ist halt echt nichts irgendwie mit einer Farbe oder so. Das war ja Farbe im Namen auf jeden Fall. Ah ne, hier ist auf jeden Fall nichts. Was ist hier noch auf der Seite? Einfach kalt. Ja, moin. So. Aber hier ist ja echt hier auch nichts, hä? Irgendwo muss es doch aufgeschildert sein, wenn das so angeblich so eine fucking wichtige Sache ist. Und so eine fucking bekannte Persönlichkeit. Wenn ihr jetzt einmal nur dieses Ding bei der Hohenzollernbrücke. Wenn du von der Brücke runterkommst, rechts. Okay, also da runter. Okay, let's go. Dann tryen wir das einfach mal. So. Oh ja, hier hat man nochmal so einen mega goldenen Blick hier auf die andere Seite. Nice. So. So, gut. Okay, muss ich gleich immer noch weiter rechts am Rhein so lang gehen oder? Oder wie geht's gleich weiter? So. Und so, was steht hier jetzt, wenn es hier rechts geht? Hier steht nur so Deutschzeug, ne? Sorry, ich habe
parkt, also man sieht das gar nicht. Es war hier parkt, deutscher Brücke, deutscher Freiheit, aber nichts irgendwie was Interessantes, Digga. Also kein Plan. Kein Plan. Aber krasse ISO, hat deine Handy Cam oder ist Köln noch heil? Also Köln ist echt noch ganz hell. Köln ist echt noch ganz hell, aber oh ja, wird auf jeden Fall verstärkt noch. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen verstärkt, die Helligkeit. Deutsch schon richtig, was stellen die her? Deutsche Traktoren her, aber ist das echt, hängt das echt zusammen? Die deutschen Traktoren und Köln-Deutz? Ah lol, bei mir ist schon alles blau. Ja, nö. Problem nicht, ne? Habe keinen Plan, aber hier ist noch relativ hell, aber ich glaube jetzt auch nicht mehr so lange. Also ich glaube, ich habe echt nochmal nachgeguckt wegen Steam, wegen Sonnenuntergang. Ich glaube, 21.18 soll es dunkel werden. In welchem Bundesland lebt Tee, um es schon sehr dunkel zu haben? Sibirien, Digga, Sibirien. Köln, John Deere, auch ein ganz wildes Viertel. Absolut Köln, John Deere. Wildes Viertel, aber Digga, Köln, andere Traktorführer, Digga. Was gibt's noch für Traktorführer? Dem fällt echt keiner ein. Ich war nie so im Traktorführer. Geh mal in den Park. Den hier, oder was? Bei dem Gebäude, oder was hier? Weil es hat ja zumindest einen Park. Und hier sind sie auch bei Lanxess gedöhnt. Liebe Grüße von meiner Mom. Liebe Grüße zurück, DAG. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Und das, ist das in dieses WDR-Gedönsgebäude? Kann sein oder kann nicht sein. Ich hab wirklich keinen Plan. Ich kenne sogar nur John Deere, der Deutsch ist mir jetzt erst bewusst geworden. Cologne Skyline, ihr moin. So. Hinter dem LVR. Was für ein Geier ist das LVR? Du bist glaube ich schon vorbei. Achso, also da hinten rein oder was, wo jetzt dieser... Oh warte, jetzt habe ich auch mich selbst gesehen, Vater. Hier habe ich die Kamera eigentlich gedreht. Hinten da, wo dieser Sightseeing-Bus steht oder was. Okay. Ich bin gespannt, was das eigentlich ist. Aber so langsam tut es auch ein bisschen dunkler werden. Hermann-Plünder-Straße rein, okay. Mal ist einfach Guide hier Survivor geworden. Das hier ist also die Hermann-Plünder-Straße. Interesting. Sehr interesting. Mal gucken, ob das die ist. Also ich glaube, hier ist echt die Kampfstraße. Oh, warte. Should I turn the camera? Hallo. Hi. Wer bist du? Ich mache Streams für Twitch. Was? Streams für Twitch. Für Twitch. Kennen Sie das? So eine Plattform im Internet. Ah, ja, damit kenne ich mich gar nicht aus. Ah, okay. Guck, da sind Sie jetzt. Wissen Sie zufällig, weil ich habe so eine Challenge. Kannst du sagen, ich bin jung. Also, weißt du zufällig, wo es... Ich bin noch sehr jung. Okay. Weißt du zufällig, wo es so ein Denkmal gibt, irgendwie mit einer Farbe im Namen, aber irgendwie so schwarz oder weiß eher? Und Black kann, and White? Was suchst du denn genau? Ja, irgendwie so ein Denkmal, irgendwie, was so schwarz und weiß im Namen hat. Und ja, hier auch irgendwo in der Nähe. Leute, ist. Guckt euch die Tasche an. Wow. Die Farbe. Sehr schöne Farbe. Sehen die das? Ja, die sehen das.
kenne mich nicht aus, ja? Ja, so, ja. Also wenn es auf dem Bildschirm zu sehen ist, dann sieht man es auch im Stream dann. Supi, oder? Ja. Ich kann dir da nicht. Ah, okay, schade. Dann werde ich jetzt nochmal gucken. Ja, du bist bestimmt hier noch. Nimmst du das auf oder was machen die denn hier? Weißt du das? Also ich glaube, hier ist irgendwie so ein Lauf oder so, aber. Aber mehr weiß ich nicht. Okay, hier schreibt jemand nichts mit schwarz und weißem Namen, aber irgendeine Farbe im Namen und irgendwie ein Denkmal, aber es kann auch Leute transportieren. Ah, sie haben keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Sorry! Und alles gut, dann werde ich jetzt nochmal gucken. Schönen Abend noch. Du lauerst hier rum bestimmt. Okay. Tschüss, schönen Abend noch. Dankeschön. Oh, die war voll süß. Versteht man eigentlich andere Leute so gut, wenn ich mit ihnen rede, oder hat das jetzt wissen, hat man nur mainly mich gehört? Das würde mich auch mal interessieren. Okay, es hat nur eine Farbe im Namen. Aber du hast ja gesagt, eine Farbe, die eigentlich keine Farbe ist. Deswegen habe ich halt so instant auf schwarz und weiß gedacht. Aber oha. Da sind actually die Läufer jetzt, die von diesem Lauf da. Let's go. Den ersten habe ich nicht gefilmt, nur die anderen. So. Wenn du stehen bleibst, versteht man easy, okay. Bin gut. Oh, warte, cheer, let's go, warte. Oh, was? Ah, let's go, danke für den Bit, Digga. So. Redeniers, let's go. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgestanden. Redeniers, ich weiß nicht, sorry. Ja, andere Leute versteht man perfekt. Okay, let's go. Danke, danke, danke. Was soll, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen irgendwie nicht sag. Irgendwelche Activities, irgendwie Subs oder so nicht direkt sehe. Weil in dieser App kann man halt nur den Activity-Feed oder den Chat anzeigen, deshalb habe ich meistens den Chat an. Also falls ich irgendwas ignorieren sollte, meldet euch einfach nochmal im Chat, ne? So. Okay. Was war das Asozialste, was dir mal jemand zu essen gemacht hat? Das Asozialste. Also meinst du jetzt wirklich einfach, wo ich so denke, die Person hat das wirklich aus purem Hass gegen mir gegenüber gemacht oder einfach irgendwas, was einfach scheiße geschmeckt hat. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Hermann-Plünder-Straße ist hier. Ja, da vorne ist ja safe irgendein Straßenschild, weil wir fahren jetzt hier auch wieder Autos, aber hier ist echt gar nichts mehr los. So. Alter, wie schnell sich hier das einfach ändert. So, da vorne war noch der Bärfuck hier am Steppen. Und hier ist irgendwie so gar nichts. Also ein Essen, was ich gar nicht gefühlt habe, war einmal so bittere Zucchini sowieso. Zucchini-Suppe, so ist ganz alright, aber so bittere Zucchini-Suppe. Oh Gott, das ist so ekelhaft. Nee, einfach billig. Schau rechts und stopp. Ah, oh, dieser Bus oder was? Aha, ich werde dir einfach fast vorbeigelaufen. Aber ja, gut. Und grau, stimmt. Grau ist natürlich auch... Kann man natürlich auch nicht direkt als Farbe sehen. Aber wie heißt das? Heißt das grauer Bus einfach? Warte, ich werde die einfach vorbei. Ich habe diesen Bus gesehen und dachte, ja, okay, ist halt dieser graue Bus da. Und habe mir literally nichts weiter dabei gedacht. Ah ja, hier ist auch die Hermann. Oh, warte, der heißt Hermann Pünder eigentlich, ne? Warte, sieht man das noch? Ah. Okay, hier sieht man es jetzt nicht mehr so krass, ne? Hermann Pünderstraße. Warte, vielleicht auf der anderen Seite besser? Ah ja, hier, Hermann Pünderstraße. Weißt du, was du von mir als Belohnung bekommst? Nein. Imagine Milo ist jetzt einfach so in diesem Bus drin. Das wäre funny. Wenn du jetzt einfach actually in der Zeit so nach Köln gefahren bist oder so. Wie auch immer. In der Zeit. Aber... Und dann hockst du jetzt einfach so da drin. Das wäre sehr goofy. So, was machst du heute in Köln? Nix. Digga. So, das heißt literally das Denkmal der grauen Bus. Oh, das hat aber gleich einen ernsten Hintergrund, ne? Hadamar grauer Bus, was? Kennst du das?
So, aber ja. Ist aus Haddam, okay, der Aktivbus. Ja, was mache ich in Köln? Ich bin irgendwie eigentlich nur hier, um zu streamen. Also keine Ahnung, nach dem Stream werde ich mir noch irgendwas reinpfeifen oder so. Irgendwie noch was zu essen holen hier irgendwo. Wir waren da mit der Klasse Twitter. Also ja, puh. Stimmt. Okay. Hat eigentlich denn einen ernsten Hintergrund? So. Ich finde das auch mal eigentlich interessant gewesen. Also wir wollten halt auch mal so ein KZ besuchen und sowas ist eigentlich auch eigentlich immer ganz wichtig. Und also ich finde das halt wichtig so. So, also deswegen schade, dass wir es halt nicht gemacht haben, weil sowas. Ich werde das wahrscheinlich auch irgendwann einfach für mich nochmal machen, einfach so, weil ich denke, das zeigt einem nochmal einiges, wenn man halt wirklich mehr da ist. Pass auf Kurze auf, maybe. Übernachtest du in Köln, wahrscheinlich ein bisschen außerhalb. Ich habe so Schlafsack und so dabei und dann werde ich einfach so, werde ich halt einfach so irgendwo, einfach wild irgendwo im Wald einfach mich so hinchillen oder pennen. Pass auf Kreuz auf, maybe. Ach so. Oh, der malen hier Leute Kreuz hin, das ist so ein Scheiß-Move, Digga. Also wer auf so ein Shitkreuz malt, das ist ja wirklich absoluter Hurensohn. For real? Ja. Ja. For real, for real. For real übernachte ich im Wald wahrscheinlich. Ich dachte mir, das wäre ganz lustig und für ein paar Tage kann man das auf jeden Fall auch machen. Und das Cheap hat es unterkocht. Hä? Schienst du dann auch deinen Camp? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß halt noch gar nicht genau, wo ich das machen werde. Und wahrscheinlich wird es auch dann schon mies dunkel sein. Ich meine, jetzt wird es ja schon so langsam dunkel. Wie lange bleibst du weg? Bis Freitag. Also ja, oh, ich wollte noch sagen, was so ansteht. Für nächste Tage war es ja erst Tag 1 der Tour. Und ja, was auf jeden Fall sonst noch ansteht, ist morgen geht es echt nach Bielefeld. Ich dachte, das ist lustig. Und das ist auch nicht so weit von Köln weg. Da kann man auch mal kurz nur morgens hinfahren. In so einer kleinen Zugetappe und dann ab 12 Uhr schon aus Biele zu dem Feld. Das wäre ganz funny, denke ich. Und ja, dann Bielefeld gibt es, das werden wir morgen sehen, also es wird morgen auch gecheckt halt, ob es Bielefeld einfach wirklich gibt oder ob es actually nur ausgedacht ist, so, das werden wir morgen halt auch checken. Warum belügst du uns, was du zu verbergen, Bielefeld gibt es noch nicht, ja, wird morgen gecheckt, also vielleicht kommen wir an, du hast einfach so eine fette grüne Wiese und so ein Fernsehstudio, wo das einfach alles gefaked wird oder so. Ich werde irgendwie eingeweiht, aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Viele Bielefeld Hauptbahnhof fahren wir auch schon. Ja, moin. Nice. Wir haben morgen Frankfurt Hauptbahnhof in der Stadt. Jetzt stehst du auf Penner im Zelt, oder wie kann ich in der Nacht? Eigentlich nur Schlafsack, weil ich glaube, Zelten so darf man nicht mehr. Also ich glaube, Zelten so ist nicht mal erlaubt, so. Ja, NRW-Tour actually so ein bisschen. Ich meine, ich könnte gucken, maybe kann ich actually, ich weiß nicht, ob das liegt nicht so auf dem Weg, ne. Sonst könnte ich auch Freitag einfach nach Krefeld kommen, da habe ich halt gedacht, ich würde einfach was gucken, was so direkt auf dem Weg liegt. Und ja, direkt auf dem Weg von Bielefeld halt zurück lag halt Düsseldorf Flughafen. Ich dachte mir, Flughafen sind ja vielleicht auch mal interessant. Besuch mal David zu den Monats. Wo wohnt der? Ah, ne, nicht in Hostel. Der wohnt irgendwo in Gladbach. Da geht's eigentlich nicht hin, wahrscheinlich.
Aber Krefeld, ist das so? Ist das so auf der Strecke so direkt? Ich glaube, Krefeld ist ein bisschen abgelegener, ne? Aber ich denke auch nicht so. Düsseldorf ist direkt Nachbarstadt von Krefeld. Maybe. Maybe, dann können wir es echt hier machen. Also ich wäre dann halt so um 10 Uhr morgens dann da. Ein Freitag soll. Aber es ist ja eh Feiertag eigentlich überall, oder? Deswegen, keine Ahnung. Ist erstmal ein bisschen anzugucken, wäre bestimmt auch ganz nice. Will ich halt auch noch irgendwie so 2 Stunden machen? Ja, habt da frei, let's go. Also, wenn du auf Bock hättest, könnte man sich dann actually so sehen. Ich glaube, Krefeld ist auch bestimmt so ganz interessant. So. Aber vielleicht mache ich das. Ich habe jetzt halt Düsseldorf Flughafen einfach genommen, weil es nicht direkt auf der Strecke lag. Und gerade bin ich ziemlich genau gegenüber vom Dom. So. Brauchst du noch einen Ort? Noch einen Ort? Wäre maybe echt hier ganz nice. Was hat ich Fun gemacht? Auch wenn du mich basically einfach nur geguided hast. War trotzdem geil. So. Aber in der Zeit würde ich einfach nochmal hier am Rhein so hochgehen. Aber ja, wie gesagt, basically bin ich halt wirklich hier genau so gegenüber vom Dom und der Hohenzollernbrücke und so. Also wirklich in der Innenstadt. So. Ich habe jetzt auch so mal so automatische getimte Nachrichten eingestellt. Ja, wie diese da, die jetzt im Chat ist. Und ja, ich denke, das ist ganz nette Sache. So. Ich glaube, jetzt wird eigentlich schon wieder von dem Lauf abgebaut. Also ich spende gar nicht so lange ab. Dann jetzt zwischendrin einfach mal kurz abgesperrt. Und jetzt, also während ich da hier auf der Brücke gelanglaufen bin, haben die das ja noch nur abgesperrt. Aber wo ist das, so ein Rundenlauf? Das ist echt so ein Rundenlauf, weil da sind halt jetzt noch ein paar Leute. Aber vielleicht kommen die auch von da hinten und sind dann halt jetzt hier so, laufen dann jetzt hier einmal so eine Runde. Und jetzt geht es echt dann halt über die Brücke. Dann war es mit den 5 Minuten, was der Dude uns eben erzählt hat, natürlich ein bisschen mumpitz, Digga. So. Das Gesicht habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich habe auch mal geguckt, ich habe sie aber ein bisschen länger angeschaut, ob sie mich irgendwo erkennt, aber vielleicht war das so Fremde. Vielleicht kannten wir uns beide irgendwoher vom Sehen und keiner wusste woher und wollte jemanden ansprechen, aber das wäre sehr witzig gewesen. Ich möchte mal Males Team von Ihnen sehen. Males von näher. Wann gibt es das erste Auslandsteam? Ich bin actually am überlegen. Weil wenn wir auf Klassenfahrt in Italien fahren und maybe wenn der sich halt in der Freizeit was finden lässt so. Also ich weiß nicht, wie viel Freizeit wir da haben, wie viel Zeit wir noch abends haben, wie hell es da noch ist und sowas. In Italien, guck mal, das ist ja nochmal viel weiter südlicher. Und allein schon von Kiel zu uns ist ja jetzt hier schon big Unterschied. Und ja, maybe könnten wir es actually machen. Also vielleicht in Italien so, wenn es wegen hell ist und so. Ich meine, das ist auch cool, weil war halt basically schon mal in der Gegend. Weil Libby, so unser Hotel, wo wir jetzt mit der Klassenfahrt hinfahren, ist halt einfach so 2 Kilometer entfernt von dem Hotel, wo wir wo ich war, als ich mit meinem Bruder durch Italien gefahren bin. Und das ist so cool. Such mal Gommesticker. Gommesticker ist echt hier. Ist echt hier eine funny Challenge. Also okay, das ist ein find nichts. Ja, okay. So, warte. Dreh mal. So, Gommesticker. Okay, hier sind auf jeden Fall schon ein paar Sticker. Mediterrane Pizza und Döner. Okay, da ist so ein Board, da sind mega viele so. Ja, on guard, wenn da kein Gommesticker dabei wäre. Aber kann man hier jetzt einfach rübergehen? Ich weiß nicht, diese Geister stehen immer noch da.
Gong-Prozent auf Cologne Map. Ich meine, wo ist Köln-Messe? Köln-Messe, ich dachte immer, das wäre so noch den Rheinaufwärts so gefühlt. Aber irgendwie war jetzt Deutz so darunter und Deutz ist ja echt da, wo Köln-Messe auch ist, oder? Also irgendwie bin ich gerade ein wenig confused. Aber Köln-Messe, da waren ja super viele noch. Köln-Messe waren ja super viele noch. Aber da kommen auch schon die ersten Läufer. Warte, sind das die gleichen wie eben? Sind in der Zeit hier einmal so drumherum gelatscht? Also okay, Mäfi, wir finden hier schon einer dieser Masten. Boah, wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen hier, was da noch so für Sticker geben. Ja, kann sein, aber in Köln gibt es auch einen Typen, der TikToks davon macht, wie er sie auflebt. Ja, auf Gänzung Berlin hat zum Beispiel Nils Monkey auf Sticker aufgeklebt. Okay, Nell hier. Nell, wer hier ein bisschen Musik auf Spotify noch braucht, hier ein bisschen Nell aufchecken, Digga. Weil Nils Monkey hat auf Gamescom halt Sticker aufgeklebt. Eigentlich kein Plan, wo jetzt Messegelände ist. Also ich weiß nicht, ob ich was ab oder aufwärts muss, Digga. Oh Gott. Kein Plan. Kein Plan, Digga. So. Da muss halt auch ein bisschen aufpassen, weil so ein paar Sticker von denen sind halt relativ sass so. Wie man das halt kennt. Zurück muss abscannen. Was musst du abscannen? Da war keiner. So, achso, warte. Oh, hier zum Glück Milo. Du filmst mit dem Handy und liest auch Chat auch so, da ist Tablet dabei. Ja, ich habe so eine App, da kann man den Chat über den Stream einbetten, aber Milo hier. Nell has got you. Die hat auch hier, falls man das vergessen hat, hat die auch hier für dich, nur für dich extra nochmal hier einen weiteren Code hier eingescannt hier. Also ja, macht euch einen Clip, ballert ein bisschen Nell aus Spotify. So, Navy ist echt nice. So, hier. Ja, zur Not macht euch einfach einen Clip und pausiert, ne? Aber das war jetzt genug Zeit. So. Oh shit, hier war eine fette Pfütze, Digga. Ich hab gar nicht drauf geachtet. So. Was ist dieser Sticker da oben? Okay. Da muss ich einfach Thomas Gottschalk. Ach, warte. Warte, dreh doch. So. Da oben ist Lili einfach ein Thomas Gottschalk-Sticker. Nell, wenn er von Ordnung sein, der wischt Sticker da aufzukleben, Deadass. Damn, dann ist Nell so krass dran, Digga. So. Er war es, 1994. Hatte Need to Know nicht mal 1000 Sekunden? Mensch, das wäre einfach ein fucking Need to Know Sticker. Aber stimmt, Need to Know hat echt immer tausende von denen, stimmt. Daher kannte ich die auch. Ich wusste diese Thomas Scotch-Sticker, habe ich schon gesehen. Aber ich wusste auch noch nicht mehr wo. Aber da hängt auch noch einer. Da hängt Lily auch noch einer. Das ist aber kein Gomme, Digga. Wo ist Gomme? So. Naja, gucken wir einfach mal weiter. Aber ich glaube, hier ist nicht so Gomme-Area. Hier ist echt nicht so Gomme-Area. Diese Area ist nicht im Gomme-Mode, Leute. Ja, okay. Hier haben wir auch noch irgendwas hier. Hier noch, irgendwie noch einen Code. Let's go. Hier mach nochmal Clip, dies, das. Ich finde immer einen Thomas Gottschalk, Digga. Und jetzt noch irgendwie so ein Sticker von irgendwem namens Pilgerweg, okay. Der Artist sagt mir jetzt eigentlich nichts, aber gut. So. Gut. Aber hier sind echt die wenig Gomme-Mode drin. Der Gomme-Mode ist nicht so aktiv. Der Gomme-Mode ist nicht so mit aus uns hier.
Thomas Gottschalk vieles umbringen. Thomas Gottschalk ist hier in manchen Aspekten so ein Rentner. Stimmt, hier ist auch nichts. Hier ist nämlich überall nichts. Oh, warte, ich merke gerade, ich habe gar nicht diese Schlaufe bei meinem Rucksack zugemacht, die verhindert, dass es große Schmerzen gibt nach langem Tragen. Das soll ich vielleicht mal machen, weil ich habe schon etwas. Also ich habe keine großen Schmerzen nach langem Tragen, aber ich habe schon etwas Schmerzen nach langem Tragen. So, und das kann man natürlich hier verändern. Ah, und hier ist actually RTL, ne? So, warte. Kann ich hier noch Dinge zumachen? Was haben wir hier? So. Komm, geh zu. Geh zu. So, komm, geh zu, geh zu, geh zu. Daraus Vlog, weiß ich nicht. Da müsste ich ja Zeug für schneiden. Ich habe eh schon so viele Projekte, die ich auch noch skripten und schneiden und dies und das machen müsste. Also kein Plan, Digga. Weiß ich, ob ich das mache, aber langsam wirklich echt noch hell. Ne? Also vielleicht ziemlich aus. Aber ein bisschen zu sehr hier, oder? So. Ah ja. Wo ist da eigentlich nochmal irgendwas Großes von dem Event? Oder ist das einfach eine andere Veranstaltung, die einfach auch ist? So. So. Aber ist der echt viel bei RTL? Die waren ja noch nie so close dran, glaube ich. Aber doch, ich glaube schon mal. Okay, 2G bei den mobilen Daten, egal. Schick VOD und ich machen. Na, dann müsste ich ja bezahlen und sowas. Ich habe so viel Geld schon in letzter Zeit aufzugeben. Okay, man sieht den Turm von gar nicht. Weil letzte Zeit habe ich schon so viel Geld ausgegeben, deswegen. Na. Also, oder, aber man sieht es gar nicht. Wenn man voll gut so ein FIFA-Tor oder sowas reinmacht, das er will. Irgendwie ist der Turm noch blind, der hat voll die FIFA-Tower-Vibes. Digga, fucking fettes Parkhaus einfach. So. Aber meine hat echt keine neue Challenge mehr gefunden, ne? Schade. Ja, ohne Bezahlung, naja. Wenn, dann will ich schon bezahlen, so. Also, das ist so krasse Arbeit, die muss auch ein Lohn werden, so, Digga. So, aber ja, da ist RTL. Da wird der ganze Scheiß also produziert. Das ist einfach mega viele Affen auf Toiletten und Scheißen und das. Und daraus wird dann so Fernsehen gemacht, wisst ihr? Ja, keine Ahnung, aber so können wir Melvin noch später besprechen. Und wenn du wirklich drauf Bock hättest, kannst du das natürlich machen. So. Weil ich kann ja nicht verbieten, das Wort runterzuladen und das zu schneiden. So, also, oh, hier ist echt noch nichts. Bring mir einen Brezel aus Köln mit. Ja, warum aus Köln? So. Soll ich nicht aus Bielefeld ein wenig machen? Da ist der wenigstens ein bisschen frischer. Weil ich kann gleich auch noch einen aus Köln holen. Wenn du unbedingt willst. Ich kann ja einfach so ein Brezel mitbringen. So. Oh. Aber ist ja echt noch was Krasses so. Weil es da einen mit Nougat gibt. Okay, oha, damn. Wie heißt der Laden? Hat er noch offen zu der Zeit? Weil ich fahre halt später noch weiter in Richtung Bielefeld, damit ich morgen nicht so lang fahren muss. Also wie heißt denn, wo ist der? Würde mich eigentlich mehr interessieren.
wo ist dieser Laden, wie heißt der, was ist mit diesem Laden los, was ist da passiert. Warte, lädt das eigentlich das Gerät jetzt? Das habe ich hier gar nicht mehr gecheckt, am Ende geht das jetzt auf einmal so auf. Und der irgendwer followt mir actually. Irgendein Abidex Damsel. War das der von eben? Hat da jemand aufgepasst? Was gibt's gut in Köln irgendwas zu essen? Keine Ahnung, weiß nicht. Wahrscheinlich wäre einfach zu McDonald's gegangen, weil es Safe offen hat. Kamps. Was für Kamps, Digga? Was ist Kamps? Und warum kann ich nicht sehen, wie viel Akku ich habe, Digga? Zeig mir mal, wie viel Akku, weil muss ich das Handy dafür drehen, Digga? Irgendwie unnötig, aber gut. So, 25%, okay, es lädt auf jeden Fall, let's go. Aber heißt der Laden so Kamps und wo ist der? Wo ist der? Ansonsten guide mich wieder, dann finde ich ihn. Aber guck erst, ob der offen hat. Guck erst, ob der noch offen hat, for real. Ansonsten ein bisschen Trash so. So. Oh ja, maybe mache ich dann echt am Freitag Krefeld, wenn das nicht zu groß um. Nee, morgen. Nee, erstmal um 6. Okay, der. Ja, sorry, dann nicht so. Okay. Schließt in 10 Minuten. Okay, wie weit ist der weg? Wie weit ist der weg? Schafft man das noch? Wenn es hier in der Nähe ist, let's go. Der ist safe, so andere Reihenseite, irgendwo Innenstadt safe, oder? Mann, Cheeser Run, ich hab doch den fetten Rucksack des Todes auf meinem Rücken. Aber guck mal hier. Was hier hat, dieser Rucksack hat, by the way, so viele Spezialfächer. Ich habe sogar hier ein extra Spezialfach, einfach nur. Für Leute, guckt hier dieses extra Spezialfach nur für. Dann würde dann 35 Minuten länger dann durchs Krefeld. Ach, das lässt sich doch noch machen. Oh damn. Im Hauptbahnhof hat der noch offen, okay. Wie lange noch? Mein Hauptbahnhof. Ich will aber jetzt auch nicht so in letzter Sekunde reinstören. Also wie lange hat er im Hauptbahnhof noch offen? 15 Minuten. Also bis 10. Na, er hat echt Stoff in seiner Jacke, ich habe echt Stuff hier. So, können wir das noch schaffen? Ist das einfach so ein Laden, wo man einfach so rangeht, oder ist das so einer, wo man reingeht? Weil ich glaube, es ist hier ja, wenn man einfach so rein. Also wenn er so eine Theke hat und man muss nicht wirklich da reingehen. Und du sagst zu mir, du hast nichts mehr? Wie eine Bäckerei. Sag, du bist nur in Köln mit einem neuen LKW-Laden und Cowboy-Mut zu empfangen. Du, jetzt hast du mich. Welche Reihenseite? Also, ich bin jetzt bei dem RTL-Gebäude, bei der Hohenzollernbrücke. Also 15 Minuten könnten noch machbar sein. Tieren jetzt erkollt. Aber wie war es mit Krefeld? 30 Minuten Umweg, okay. Wärst du denn auch echt die Daumen 10 irgendwo? Ja, das wäre mies funny. Das wäre nicht mies funny. Dann hätte ich echt noch so einen Guide. Wie einfach Skyline TV. Nur auf mich bestellt. So. Aber wenn du dafür down wärst, man muss natürlich nicht so, obviously. Aber wenn du down wärst, können wir es auf jeden Fall machen. Aber zur Not gehe ich halt einfach so bei Krefeld. Ich habe irgendwie noch ein Ziel gesucht und dachte einfach so, Flughafen ist bestimmt ganz nice, aber zur Not, ich meine, auf Krefeld wäre es bestimmt auch ganz interessant so. So. Also ja, wenn wir halt
vorbeikommen wollen würdest, können wir halt vorher noch was aufmachen. Der wird aber echt nicht viele Sehenswürdigkeiten, kannst vielleicht die Burg Lindblin besichtigen. Wir sind jetzt ganz cool. So, 21 Minuten Fußweg über die Hohenzollernbrücke. Na, Hohenzollernbrücke dauert doch nicht 21 Minuten. Na, Hohenzollernbrücke dauert nicht 20 Minuten. Nach dem, sei denn, erwischt eine Bahn. Ah ne, sorry, die Becher, ich mein Herz nicht mehr mal zu. Okay, gut, dann ist sowieso egal. Dann ist sowieso egal. Aber trotzdem nochmal auf die andere Rheinseite gehen. Aber warte, dann lass doch einfach noch da weiter da hinten raus und dann einfach so eine Runde gehen. Weil hinten ist ja auch irgendwo noch so eine Brücke. Und dann lass da doch einfach lang gehen und einfach so ein kleines Ründchen noch drehen. Ist doch alles chillig. So, wie viel haben wir jetzt noch? Halbe Stunde, okay. Also wir müssten, weiß ich, ob man in einer halben Stunde dieses komplette Ründchen schafft. Aber so mache ich ein bisschen länger. So nun war ich eigentlich ein bisschen länger. Ich habe zum Glück auch ein bisschen großzügiger geplant, zumindest heute. Und ja, das wird schon irgendwie werden. Also ich muss ja jetzt hier eigentlich nur am Rhein entlang laufen. Aber ja, hier geht der Fußweg so ein bisschen ab, ne? Und dann müsst ihr jetzt natürlich den ganzen Läufer da durch. Weil ich genau auf der falschen Seite von diesem Fußweg bin. Und da sind jetzt halt überall Läufer und habe ich auf keinen Fall den Weg. Weil die wollen ja auch in ihrer Zeit da rennen. Aber gut. So werden wir einfach hier auf dem schnellstmöglichen Weg wieder nah an den Rhein rankommen und hoffen, dass es irgendwie funzt. Und ja, Severinbrücke. Ist das die da hinten? Ist das da hinten die Severinbrücke? Ich meine, da hinten ist auch noch irgendeine Brücke, aber ich glaube, es gibt. Okay, die eine sieht schon arschnäher dran aus. Aber bei der da hinten weiß ich auf jeden Fall, dass da auch Fußgänger rüber können. Bei der anderen bin ich mir nicht so sicher. Es kann auch sein, dass es nur eine Autobahnbrücke ist. Aber ja, da. Ja, bei der anderen bin ich auf jeden Fall safe. Das ist aber, da kann man auch noch nicht rein, oder? Das auch noch, da kann man auch noch nicht rein. Da muss ich echt noch weiter außen rumlaufen. Nee. Aber ja, hier kann man schon irgendwo wieder weiter rein. So. Ich glaube, da ist dann ein Ende von dem Lauf, actually. Da kommen auch die ganzen Guys an, die da eben waren. So. Ob man jetzt da so easy rein kann, weiß ich nicht. Ich laufe einfach auch so rum, Digga. So. Und Digga, 9Rap, danke für den Sub mit Prime Vicker. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke dafür. Let's go. Wild, absolut wild. Danke, danke, danke dafür. So. Okay, ich hoffe, die Straße hat auch einen Fußweg, aber sieht so aus. Ich hoffe, das gehört auch nicht zu RTL oder irgend sowas, aber egal. So. Oh, warte. Ist auch Privatgrundstück, Digga. Wie viel haben die gekauft, Junge? Warum kaufen die einfach ganz Köln, Digga? So. Okay, hier ist echt so ein Parkhaus und ich glaube, da kann man vielleicht eigentlich mal auf und rum gehen. Aber hier ist ja doch dann ein längerer Weg. Wir denken auch Late Game Monofly, Chuchu. Also soll ich dann vielleicht doch einfach über die Hohenzollern wieder zurückgehen? Und dann einfach noch ein bisschen so da weiter in die Innenstadt reingehen. Weil hier ist, glaube ich, nicht mehr so viel krasser, abgespaceder Shit.
Oh, hier ist auch noch. Nee, hier ist ein Parkhaus. Hier ist wenigstens hell so. Da ist auch immerhin was, aber gut. Ansonsten ist halt nicht mehr viel. Ich glaube halt, wenn wir jetzt einfach easy über die Hohenzollernbrücke noch rüber geht, dann ist man halt einfach nice wieder da. Aber ein bisschen Backroom-Zeit hat das eigentlich schon, ne? Bad. Ja komm, lass einfach wieder über Hohenzollern zurückgehen, oder? Lass einfach darüber wieder zurückgehen. Bisschen Dom bei Nacht noch anschauen, maybe. Und ja, dann kann man da einfach noch ein bisschen in die Stadt. Ich glaube, da ist auch mehr los. So. Ich glaube, das ist dann actually interessanter. Muss ich mir halt irgendwann anders nochmal actually mal mehr Zeit für die ganze Sache nehmen. So Dom, Very Pog. Dom ist actually Very Pog. So. So, und let's go. Dann nochmal RTL-Gedönsturm. Oh, man sieht echt hier fast ein bisschen wenig. Aber die haben auch ein neues Logo, ne? Seit wann haben die das neue Logo? Das letzte Mal, als ich Köln war, hatten die ja noch das alte Logo? Ich glaube nicht, actually. Ich glaube actually nicht, da war das auch schon so. Imagine, du musst dann so, weil die das Logo ausgetauscht haben, da raufklettern und das dann alles wieder austauschen, Digga. Gar kein Bock. Das muss wahrscheinlich sowieso irgendwann mal gepflegt werden oder so. Und jetzt kann auch keine KI machen, Digga. So. Also Fantasy sind echt auch interessant, so. Haben die da auch jetzt actual Studios drin? Ist an dem Dom noch das Gerüst dann, also so kleine Gerüste, aber dieses ganz große Ding ist jetzt weg. Also so kleine Gerüste sind da, aber dieses ganz große Ding am Dom ist jetzt weg. Aber ich weiß nicht beim Dom sogar so, dass der einfach immer renoviert werden muss, weil wenn die eine Hälfte so fertig ist, dann ist die andere schon wieder am Ass, so. Ich glaube, so war das doch, oder? Dass er einfach immer so die ganze Zeit einfach nur nie quasi unbearbeitet ist. Weil ich meine, ich habe den nie ohne fettes Gerüst gesehen, so. Aber ich weiß nicht. Aber das ist mir noch aufgefallen mit Leuten, so wenn ich so random Facts erzähle, wo ich mir nicht sicher bin, ob die stimmen. Dann habe ich noch so ein bisschen so ein weirdes Gefühl. Sind solche Gebäude eigentlich immer okay. Abo-Falle. So Abo-Falle, Digga. Aber warum machen die es nicht einfach als gleichzeitig fertig? So, dann steht er, ist er wenigstens für ein paar Jahre ready. So, bevor die wieder ran. Nee, so, hä? Warum hat da noch niemand dran gedacht? Wenn der Kölner Dom fertig gebaut wurde, geht die Welt unter. Das haben sie auch schon beim Berliner Flughafen gedacht und jetzt ist er echt fertig. Ich meine, guckt euch das an. Wir leben in einer Welt, in der fucking Berliner Flughafen fertig ist, Digga. Wie krass ist das eigentlich so? Und irgendwann am Ende hat es wirklich gejuckt. Wollte auch BER-Witz machen, aber du warst schneller und lustig, Alter. Ich habe keinen Witz gemacht. Ich habe nur einen Kommentar gemacht. Das war in einem witzigen Sinne gemeint. So sieht man jetzt echt gut das bei Nacht. Ja. Oh ja, ist ganz nett so. Warte. True, my man just facts, spitting facts, and that's it, nothing wrong. Genau so ist es. Genau, ich habe nichts falsch gemacht. Wenn hast du was falsch gemacht, okay. Ich habe nichts falsch. Oh, shit. Ah ne, das war nur Laub. Ich dachte, ich wäre wieder so eine fucking matschige Füße getreten, aber es war nur so ein Loch, was sich so ein bisschen mit Laub gefüllt hat. Alles gut. Erstmal ein kleines Laubloch. Wisst ihr, wie ich meine, so, ne? Einfach das kleine Laubloch hier.
So. Aber. So, was ich gefragt habe, actually, ist, ja, wie häufig eigentlich so IELTS hier mittlerweile in Großstädten sind. Also ob irgendwie, ob jeder schon mal sagen kann, so, er hat safe schon mal irgendwie einen gesehen oder ich mache nichts falsch. Ja, das wäre ja der Clip, der Clips geworden mit Witze. Ich mache nichts falsch, true. Und der neue Web einfach null. Also das mit der Pfütze wäre schon echt goofy geworden. Und ja. Aber da habe ich es nicht hart, aber immerhin ist mein Schuh jetzt trocken. Das ist doch immerhin ein Win. Haben mich heute auch das mal gefragt, weil ich ein bisschen im Army-Game bin. Und das ist ja anders normales Leute Team und Content erstellen natürlich. True. Also auch so, wenn man so Skyline-TV am USA-Tour guckt oder sowas, da das ist ja alles viel relaxter oder auch in vielen anderen Ländern eigentlich. Also mittlerweile geht das in Deutschland auch, habe ich so das Gefühl. Also mittlerweile sind da immer mehr dran so. Aber ja, in anderen Ländern ist es glaube ich noch ein bisschen relaxter, vor allem was halt so Streamen in so Locations angeht. So. Aber ja, so in Deutschland, hat da jeder schon mal so ein IELTS-Team in der Stadt gesehen? Oder, also halt vor allem in so größeren Städten, da sieht man natürlich viel. Ich meine, so selten ist er jetzt auch wieder nicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen gesehen hier. Also es ist nicht so was täglich vorkommt. Gibt es noch jemand anderes, der gerade aus Köln streamt? Das wäre auch ganz interessant. Ich meine, als ich heute Mittag geguckt hatte, hier aus Düsseldorf gestreamt. Das habe ich gesehen. Aber war da auch direkt auf Startseite. Aber naja. Ich habe mal ein Video-Team an der Gamescom mal vorbeilaufen. Ja, Gamescom ist auch Gamescom so. Also das ist ja fucking big event so. Also da wundert es mich jetzt echt nicht so. Ich habe mal einen Real-Life-Team. Ich weiß nicht, ob man den kennt auf der Gamescom. Ah, dieser Monte. Aber hat man auch fast gar nicht bemerkt, wenn er vorbeigelaufen ist. Also der war wirklich sehr, sehr pfleglich im Umgang. Also man hat wirklich gar nicht erkannt, dass er irgendwie gerade streamt oder so. Ich habe auch mal eine freiwillige Begegnung mit Monte gemacht. Ja, ich auch. Wie das war so wild, diese fucking Herde, die da so hinter ihm hergestürmt ist. Einfach so fucking diese Szene, wo wie diese Szene war einfach in König der Löwen, wo fucking Mufasa stirbt, so Vibes hatte das. Victor könnte mir voll vorstellen, wie Germy Gamescom streamt, könnte voll passen. Ja, irgendwie echt, ne? Germy Gamescom streamt, wenn echt die hart wird, so. IRL Hide and Seek auf Gamescom wäre schon cool. Also habe ich sogar auch mal überlegt, das vielleicht zu machen. Weil ich fühle die Idee eigentlich. Wir wurden von Gamescom Security an die Wand gebeten, ob wir schon sehr nah an der Wand standen. Okay. Ja, das war mal schon weird so. Was sie dann noch so weggedrückt haben und sowas. Also manchmal sehr goofy. Aber waren die von der Gamescom oder waren die irgendwie von der anderen Firma engagiert? Das weiß ich gar nicht so sehr. Ratenfänger von Hamel, jawohl. Game of Gamescom habe ich. Bei uns sieht man höchstens mal ein paar Kids, die Handy aufstellen und Tanz für TikTok aufnehmen. Wenn überhaupt, aber in Deutschland wird man ja auch schnell gehatet, wenn man auffällt. In den USA ist das teilweise embraced rauszustecken. Ja, true. Da ist man sehr schnell nach Gamescom tanzen, das ist okay. Ja. Aber andererseits ist es auch eine schwer kontrollierbare Situation so.
Und es war auch irgendwie schon lustiger, weil ich nicht erdrückt wurde so. Aber es war einfach lustig anzusehen. Ich habe leider kein gutes Video davon. Ich habe nur so ein... Also es war immer noch übertrieben so. Aber ich habe halt echt hier relativ spät erst angefangen zu filmen. Da so habe ich kein Banger-Video. Wieso der Anfang losgeht, aber das war schon krass. Aber ja, die Story war auch goofy so. Weil was auf Gamescom war so. Ich war noch mit Julius und Zach und wir haben so als Joke gedacht, lass mal so vor Fun diese Rolltreppe, einfach so eine Rolltreppe, die halt nach unten geht, halt rückwärts, also nach oben laufen. So, weil wir halt so gedacht, das geht auch eigentlich selbst schneller, als wenn man da die Rolltreppe voll mit Leuten sieht. Aber wir haben es dann nicht gemacht. Aber wenn wir die Ecke hochgegangen wären und durchgelaufen wären, wenn wir halt actually voll in den Mund und seine komplette fucking Crew gelaufen. So. Okay, das war auf jeden Fall die Story. Ich halt. Ich meine, das wäre echt goofy gewesen. Ich meine, wahrscheinlich dann auch Securities unten, ich hab's jetzt nicht gesehen. Aber wahrscheinlich wären ja auch Securities unten, die halt ja schon unterbrochen hätten, bevor wir überhaupt hätten anfangen können. Aber es wäre schon eine mies funny Story gewesen. Rolltreppe rückwärts laufen habe ich als Kind gemacht. Wäre tatsächlich in 48 Ländern genau dafür gesucht. Okay, ja, damn. Aber hier dieser eine Clip von Monte da auf dieser Rolltreppe, wo einfach diese ganze Flur da voll steht mit Leuten, ist so insane. Weil das halt for real insane. Laufen der Kinder hinterher? Nee. Eben ist so ein Security Guard. Ich weiß nicht, ob man das im Stream gesehen hat, aber eben ist so ein Security Guard die ganze Zeit so neben mir hergelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas checken wollt oder so, oder ob ihr einfach nur zufällig gelaufen ist, aber es war living genau halt gleicher Speed so. Aber Kinder sind hinter mir keine, glaube ich. Ah, warte. Nee. Aber das erinnert mich auch an diesen. Erinnert mich auch an diesen einen Moment von. Wer war das? Seahawks, Celtics, die verwechsel ich immer, die waren auch so ähnlich im Content, ne? Also einer von denen, ich glaube Celtics, aber ich weiß nicht genau. Aber da ist dieser eine Clip mit Leroy. Und er einfach so hinter sich will, dann ist einfach fucking Leroy, Digga. Das ist der lustigste Scheiß. So. Er hat den Explosionsscherz gerochen, ja moin. Was für ein Explosionsscherz. Oh! Bitte! So. Oh mein Gott, das war ihm ja so unangenehm im Video, Dad. War da lieber da echt jemand ein Statement zu gemacht? Oder einfach erzählt nichts? Aber das war mies. Einfach auch so mit diesem Ausdruck so läuft. Also läuft. Ja, halt. Rollig. Ich setze mich auch nicht selber an. Ich weiß auch nicht, wie ich in so einem Moment reagieren sollte. Ich meine, du willst ihn ja auch nicht filmen, aber du willst auch diesen goofy Moment einfach teilen. Er hat gehört. Also echt nicht illegal, glaube ich.
Ah ne, warte, das ist das Schiff da. Ach boah, das ist das Schiff da. Ich dachte, das wäre dieser Zug, aber das ist das Schiff da. Oh, warte, ich habe echt Angst, dass mein Handy ein bisschen in den reinfällt. Hallo! Hi, was geht? Oh, die Frau war geil. Oh. Ah, wildes Schiff. Aber der Bass ist wild, der Bass ist fucking wild, actually. Also gerade die Brücke, wie viel gewummt hat, for real. Wild. Was ich mich auch gefragt habe hier bei der Brücke ist, weil irgendwann hat die ja bei Titi mal so ein Video gemacht, wo die irgendwie so einen Schlüsselanhänger, so ein Dreieck oder so hier befestigt haben. Aber ich habe das echt hier nie gesehen. Aber wahrscheinlich hat das irgendeiner einfach entfernt oder so. Um einfach für sich mit nach Hause zu nehmen. Weil ich habe das echt hier nie gesehen. Oder gibt es hier zwei Seiten von der Brücke? Nee, eigentlich gibt es nur die hier, ne? Der Rest ist so Zugverkehr, oder? Ah ne, da gibt es echt noch eine weitere Seite. Und da gehen ja viel weniger Leute, hä? Auf der anderen Seite gehen ja viel weniger Leute, das ist ja viel entspannter. Aber ich glaube, das war schon hier auf der vollbehangenen Seite. Aber ja. Die Insekten, die mir jetzt heute befallen werden. Warte, was ist dieser Emote? Ich verliere die Übersicht über die Emotes. Are you a rat? Okay, interesting. Interesting Emote. So. Ah, ich hoffe einfach, es kommen keine Insekten und so. Aber wird auf jeden Fall ganz lustig. Vielleicht werde ich ja noch ein paar Stories machen, je nachdem, wie das Internet dann da ist. So. Das kann ich auf jeden Fall vielleicht noch machen. So. Okay, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben schon nach 10, Digga. So. So, da ist nochmal der Dom hier. Bei Nacht oder Dunkel halt. Oh, jetzt sind echt hier auch die Trommler da unten wieder. Also die haben die wichtige Zeit jetzt vor mir durchgetrommelt. Sheesh. Respekt. Dom. Schöner Dom. Schöner Dom. Ich war einfach random bei diesem Lauf jetzt einfach mitgelaufen eigentlich. Ist diese Frau einfach random bei diesem Lauf jetzt einfach mitgelaufen? Weil das war ja eigentlich die von eben. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber es war ja literally einfach genau die von eben. Also die mit der Handtasche eben. Und ist jetzt einfach bei dem Lauf einfach reingesneakt, weil die war eben nicht beim Lauf. Die war eben actually nicht beim Raus. Wegen sowas ist ziemlich zu funny. Welch in Städten macht es nochmal so viel Bock, so viel mehr Bock. Ich muss es öfter machen. Aber in Städten ist halt wirklich einfach Content. In Städten ist wirklich einfach Content. So. In Städten hat das wirklich nochmal mehr geworden. Auch die Guys eben waren sehr nice. Hier ist ein Instagram-Boost hier. Ich meine, was zum Fick. Throwback, was ist der? Was ist Throwback? Wer ist Samur 50? Ach so, Samur 50, ist das der Insta-Name? Hast du ihn actually noted? Sehr stark, sehr stark. Der hat's. Das ist mit 49 Euro. Oh. Also. Wir müssen das Spiel, können wir den Radfahren machen. Aber kriegt auch nicht. Wir hoch, runter. Bist du mit 49 Euro Ticket nach Köln gefahren? Ja, bin ich. Genau, bin ich. Aber ich dachte, wenn ich was kann, dann nicht mehr nutzen. Und dann halt noch weitere Sachen machen. So. Hier, ich stopp's gerade ein bisschen, jawohl. Oh. So. Achtung. So, let's go.
hinter dieser Trommelgeheißer steht. Guck mal, die haben sogar so Leuchtlinge an ihren Trommeln. Aber wenn man die da hier super wenig. Aber sie ist dort. Sie ist dort. Oh, 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 oh. Mal so umzustecken, war echt so worth it. Aber das war ja so worth it. Weil jetzt geht es alles einfach viel einfacher. Warte, ich kann. Weil ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich will irgendwie die halbe zu die Hälfte der Zeit nur meinen Mund. Aber wenn das der Fall ist, haut auch raus, ne? Das war einfach so laut, dass das Mikro blank gegangen ist. Aber hört ihr mich wieder? Könnt ihr mich echt wieder hören? Hast du extra flat für den Stream gebaut? Ja, also ich habe eine Telekom-SIM-Card halt gekauft, und, aber da nutze ich jetzt immer so ein Tagesflat. Also es gibt halt so eine Tagesflat, die kostet irgendwie 7 Euro und dann hast du halt 24 Stunden wirklich komplett unlimited. Und ja, das nutze ich halt so, um halt die Streams dann zu machen. Ja, wir hören nicht wieder, let's go. Strong, strong. So. Oh. So laut wird auch mal, wenn man XLR-Kamera wieder wackelt und wackelt. Ja, moin. Ja, moin. Hier bin ich echt eben gestartet, ne? Hier bin ich echt eben gestartet, wo es so, ein bisschen länger gedauert hat als geplant. So, sorry nochmal dafür. So. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wenn man hier unter die Brücke geht und dann außen rum, kommt man wahrscheinlich wieder irgendwie zum Wohnplatz oder so. So, oh. Ein Wauwau. Oh. Die Roller unterwegs. Oh ja, das ist ja wirklich ein simples Ansteckmikrofon hier. So. Irgendwo auf süß. Ja. Und süß. So. Oh. Jetzt hier nochmal unter der Brücke durch. Oh. So. Ja, am besten ist einfach weiter zu laufen. Die werden schon selbst so die Bahn lenken, also Fahrradfahrer. Und wenn du halt einfach nochmal läufst, dann können die halt deine Bahn berechnen, anstatt wenn man irgendwie so oder so irgendwie halt quer läuft. Ich glaube, das ist echt dann am Ende des Tages ganz viel praktischer. Aber ich mache das halt irgendwie so als Reflex, ja. So. Kann man jetzt hier schon wieder hoch gleich? Das würde ich echt immer jucken. Ja, es waren auf jeden Fall sehr stabil. Trommel auf 1 Meter Entfernung ist ja jetzt nicht der Regelfall. Genau. Also, Little, bevor ich das in meinem Fall anmache, richte ich nochmal das XLR-Kabel in Mute, damit das Mic nicht so zerraus. Okay, also sehr nice, dass der Sound auf jeden Fall stabil ist. Das freut mich sehr. Aber bei einem Stream war das so, dass das Mikrofon am Anfang irgendwie rausgeflogen ist und war die ganze Zeit halt leiser. Das war ein bisschen erst so. Aber gut, dass jetzt hier auf jeden Fall so durchgehend stabil ist. Ja, Trommeln ist halt schon ein Spezialfall. So. Das fand ich ja auch laut so. So, kann ich, wenn ich jetzt da hochgehe, komme ich dann? Oder komme ich dann einfach nur auf die andere Seite von der Brücke? Oder komme ich dann eigentlich auf so einen Domplatz? So? Und was ist das denn noch für ein Theater? Hat das sich irgendwie Mühlengut? Kann man das eigentlich sehen? Nee, hat den Mühlengut. So. Hat das Feintuning nach Mike oder geht nur anders aus? Geht nur anders aus. Ich habe Livy, es geht nur anders aus. Also, will ich einfach cheapo, mein Budget, Amazon, anstecken, Mike. Oh, komm mal, Sicko. Komm, hier könnten auch welche sein, aber nee, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Schade. Schade.
aussieht. Ja, ich habe jetzt auch länger nicht mehr geguckt. Ne? Hier können noch welche sein, actually. So. Aber lass mal checken, ob man da darüber hoch kann irgendwie. Moin. Ich habe noch viel zu viele Leuten einfach random Moin, viel zu wenigen Leuten einfach random Moin gesagt. Also so ein Ding, das mache ich manchmal in so Großstädten, was halt nicht üblich ist. Und Moin. Sind halt so die Reaktionen, vor allem halt von Freunden oder so, für die es dann irgendwie weird ist. Aber ich find's lustig. Das musst du eigentlich machen als Thema, dass der bei Moin Weihnachten was geht. So, komme ich jetzt hier rüber? Oh, please sag, dass ich hier rüberkomme. Ah ja, ich glaube, es geht. So. Aber hier ist halt actually einfach die viel ruhigere Seite von der Brücke. Also hier ist ja kaum jemand. So, hä? Ja, Lise muss das auch schon miterleben, ne? Ah ne, doch, das zu. Okay. Oh, okay. Oh, hier sind aber voll viele Sticker. Okay. Warte, ich mach mal wieder Selfie-Cam erstmal aus. Schutz vor Bann wegen rechtsextremen Symbolen im Stream, ne? Ah ne, ich glaube, hier ist echt nichts. Das sind eher so Fußballsticker alles. Glaube ich. Ja, hier ist Duisburg und so. Köln hieß das. Aber kein Gombe. Komm heim! Oh. Oh, warte, aber wir haben noch einen QR-Code. Ah, ich weiß nicht. Hier ist ja so. Was steht da? Oh, Juventus Crew. Ja, das ist doch eigentlich hier. Das ist doch echt eigentlich ein guter Kurs. Oder? Das ist auch dieses eine Seenotretterschiff da, ne? Ich mache selbst nicht, ich möchte nie von einem Passanten begrüßt werden. Das finde ich immer mega arg. Oh ja, okay, sorry. Sorry, wenn ich dir mal in der Innenstadt begegnet bin. Sorry dafür. Aber ist schon lustig. Aber sorry. Sorry trotzdem. Nein. Da mache ich das auch einfach als gewohnt, weil ich das so kenne. Vom Dorf her. Ich rede nicht mit NPCs, aber schnack die schon mal an oder so, wenn einer Rucksack oben hat und ich sehe, sage ich, Meister, dein Rucksack ist auf oder so. Nett hier, aber war nicht schon mal. Oh, warte, Nettier-Sticker? Oh, warte, apropos Nettier-Sticker, Leute. Leute. Wir können eigentlich noch was aufkleben. Klar, okay. Aber wir können eigentlich noch was aufkleben, weil ich habe ja natürlich auch meine. Frag mal jemand nach der Richtung zu dumm und gehe in die andere Richtung. Warte, wer hat das gemacht? Irgendjemand hat das gemacht. Ach, wer hat das gemacht? Ach, dieser Noel-Typ da, oder? Dieser Noel-Dude da hat das gemacht. Dieser Noel, der Derich-Dude irgendwie so. Heißt er doch, Derze, ne? Ja, genau. Kenne sie doch hier, meine Spezialisten. Ich gedanke, wenn ein Passanten vorbeilaufe, die bitte ignorieren, ich bitte sag kein Wort, bitte einfach weiter, bitte. Oder. Ja, das ist nicht so cool. Also kann ich auch nachvollziehen, so. Ich meine, ich würde auch nicht so gerne einfach random angesprochen werden. Deswegen, ja, kann ich schon nachvollziehen, so. Aber ja. Was hat Philo eigentlich mal Oma aus Köln gemacht? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie hat Philo das mal gemacht, hier so irgendwie Kölner Dom an. Ich glaube, das war nur, waren schon krassere Location. Erst war hier so Autobahn Wald und dann war also so Paris, LA, so der Shit. So. Aber es ist auch dumm, wenn ich hier so an diesem Ort frage, also hier wo ich gerade bin, wo Lilly den Dom genau da drüben ist, nach dem Weg zum Dom frage. Ja, ich möchte nur von suspekten Infoständen. Ja, die Stände sind weird. Die Stände sind fucking goofy. Also da auch immer.
immer noch mal mega, mega Abstand halten. Aber Dingen, was ich eigentlich holen wollte, wo habe ich das? Hier drinne. In meinem. Oh, ah, jetzt habe ich das Kernmotor gezogen. Ja, moin. Aber hier in meinem Rucksack hatte ich eigentlich noch in einem Paket hier, in einem Beutelchen. In einem Beutelchen ist noch ein Beutelchen. So, warte. Wie ist das? In dem Beutelchen war jetzt noch das Beutelchen. Und in diesem Beutelchen war diese Probe hier. Diese nice Eckenbare. Let's go. Und ich dachte mir, hier einfach mal so einen hinzuslappen. Ist bestimmt ganz nice. Also ja, let's go. Was machen? Geheime Stoffe in Plastikbäuchchen, man kennt sie, ne? Man kennt sie. Normalerweise mache ich das halt auch mit anderen Sachen, aber heute halt nur mit Stickern so. Wegen Twitch-Toss und so, ihr kennt ja. So. Ja, das Grüne in der Bag, der Louis. Warum der Louis? Achso, warte, das ist einfach dieser Emote, ne? Das ist einfach dieser Emote, ne? Ich dachte, der Louis hat sich ja schon ewig nicht mehr gemeldet hier. So. Als ob das der Louis ist. Ja, moin. Ich sehe halt hier wirklich nur diese Emote-Namen im Chat. Aha. So, wer ist dieser Bré? Wer ist das? Bei uns in der Schule gibt es auch so jemanden, der hat so Sticker von sich gemacht und klebt die einfach überall hin. Ist das auch so ein, ist das auch so ein Typ? Gibt es das öfter? Das ist Sean. So, wo kleben wir es drüber? Komm, wir kleben es gar nicht irgendwo drüber. So. So. Oh mein Gott, so hatten wir auch einen auch in der Schule heilige Scheiße, diese Typen. So, nun kein Fall. Real Rap. Bisher dachte ich immer, das wäre auch ein Einzelfall. Aber nein, nein, das Ordnungsamt. Man darf ja wohl Sticker aufkleben, oder? Imagine Films in Köln Champ Sticker. Digga, einfach. Digga, ich habe mir actually überlegt, kann man die irgendwo kaufen oder kriegt man die irgendwo einfach immer, wenn man Churl einfach so einen Champ Sticker verteilt? Ich meine, ich habe literally fucking einen von den Booper Lagoon Sticker irgendwo bei einer Wanderung in der Wüste von Tunesien an so einen Pfahl hingeklebt und der hängt da jetzt einfach. Aber Köln, Champ Sticker in Köln wäre schon arschlustig. Also ja, wenn ihr in Tunesien seid und ihr seht Blue Palagune Sticker, wisst ihr, ich war da. Wahrscheinlich. Es sei denn, es sind noch andere Blue Palagune Leute. International Mushroom. Absolut, absolut. So, aber let's go. Ich will mal weiter. So. So, wie gut ist mein Handy geladen? Wie sieht es eigentlich mit einer Powerbank aus? Wie viel Prozent? Digga, die Powerbank ist ja super. Ich habe mir ja so einen fetten Glotz gekauft. Das hat jetzt mein Handy einfach zur Hälfte ausgeladen. Ist immer noch bei vollen 4. Digga, die ist strong, Junge. Diese Powerbank ist fucking strong. Das ist einmal eine gute Investition. Ich habe gleich 2 gekauft. Aber let's go. Das war eine gute Investition. Ich habe jetzt so viele Powerbanks, also wenn ich hier diesen Chip jetzt Strom verliere, also irgendwann keine Powerbanks mehr geladen übrig habe, dann ist irgendwas gehörig schief gelaufen. Das ist ein ganzes Stück über mehr als genügend Stunden. Ja, ich habe so viel mehr eingepackt. Ich habe 4 Powerbanks und noch eine so mit Solar hinten drauf. Also 2 von diesen extra strong und dann noch 2 so schwächere. Also was heißt extra strong? Halt mehr Akkukapazität. Aber ja, noch 2 eher so schwächere. Oder noch eine die ist so Solardinger, das ist wirklich ganz billig Teil.
Also ja, wenn mir der Strom ausgeht, Digga, dann habe ich gehört, das falsch gemacht. Ja, vor allem nachdem ich jetzt gesehen habe, wie strong die ist. Ja, das ist wirklich krass. So. Ich habe hier so eine Pfeife am Rucksack. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht wieder zu laut. So. Okay, aber warte, ich mach doch die Cam lieber wieder. Okay, aber hier scheint man anscheinend doch nicht rüber zu gehen können, aber diese Laufgeißen, der jetzt mittlerweile auch weg. Ich spiele mit der Pfeife auf Packungsschaffner, Digga. Oh mein Gott. So. Wir können gleich nochmal am Domplatz oder so anmachen. Also mal trillern. Das ist echt lustig. Und da wird auch keiner direkt angesprochen, so. Das ist echt cool. So. Zack, 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 zack. So. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch machen werde. Aber ich muss ja echt noch an den Ort fahren, wo ich dann nächtigen werde. Und das halt auch noch gucken, wie das ich das überhaupt mache und anstelle und so. Das sind also noch Fragen, die sind alle noch offen. Ja, und vorher würde ich mir gerne auch noch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach easy reinpfeifen, ich meine, das geht ja schnell, aber trotzdem. So, Arschlangen werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber wir können nochmal back zum Domplatz gehen und so. Und ja, dann einfach gucken. Man muss sagen, manche Momente waren heute schon ein bisschen unangenehm so. Also waren nie die so direkt angesprochen haben. Also waren wirklich nie die sich so direkt angesprochen haben. So am unangenehmsten war so ein Fall, da waren so 110. So, Digga, das war wildtor unangenehm. Aber dann spreche ich halt einfach an. So. Das ist geiler. Das ist einfach geiler für alle so. Halt Real Lab. Stell so deine Mütze vor dich auf und spiel eine kleine Nachtmusik. Warte, geht das? Okay, ich weiß nicht. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Also, ja, mal gucken. Pfeife den Nilatz. Also war doch eine kleine Nachtmusik, ne? Das war doch dieser Aal, ne? Das habe ich schon richtig in Erinnerung, ne? So. Oha. Da steht einfach eine Flasche und das ist keine Person. Da steht wirklich eine Flasche. Guck mal, einfach eine Flasche. Wie krass ist das? Man sieht sie nicht halt krass, ne? Mit dem Rücken von anderen zu reden ist super kommen. Ja, man redet halt so leise, dass ich gar nichts verstehe und keine Ahnung. Hat sie irgendwie goofy dann. So, entweder redet halt gar nicht drüber oder. Ja, und das macht mich also am meisten unsicher so. Ja, sehe ich schon so. Man ist ja auch irgendwie goofy, wenn hier so ein Dude mit so Zeug rumlatscht. Sehe ich ja schon auch irgendwie. Aber ja. Bottleflip-Endgegner. Der Bottleflip-Endboss ist just spawned. Einfach nicht auf die Hürden. Die wissen immer nie mehr wen. Das ist auch true. Das ist auch wieder true. So. Ja, man denkt immer so viel. Man wird so von vielen Leuten irgendwie wahrgenommen, aber es ist gar nicht so. Da
Also überlegt halt mal selbst, ob ihr irgendwie so, wie viele Personen ihr kennt in anderen peinlichen Situationen und halt auch die noch vom Gesicht zuordnen könnt oder so. Aber es muss halt schon wirklich krasse Situationen sein, wenn man sich noch daran erinnert. Also das meiste wird easy ignoriert, Digga. Und da sollte man sich auch keinen Kopf machen. Allerdings, du hast noch nie so public gesehen wie jetzt, oder? Also bei dir immer wenig los gewesen mit Menschen. Ja, genau. War halt eher so auf dem Land, eher so Wanderung. Oder halt einmal, wo ich auf der Lorelei war, wo halt ein bisschen was losnehmen könnte, war halt einfach mieses Wetter. Das hat dann halt wieder auch dazu gefügt, dass dann halt da auch kein Aal da war. Aber ja, muss ja sagen, in so großen Massen ist eigentlich sogar noch entspannter, habe ich ja schon mal erwähnt, so, weil so, da fällst du einfach nicht auf, da bist du in der Masse praktisch getarnt, so. Hält man dir beim Zuschauen auch nur bedingt an, aber Props. Das ist voll mich, weil das war auch so in meinem Denken, so wie ich das überhaupt handle. So. Aber ich bin auch überrascht, wie ich das eigentlich handle. Aber vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass euch das auch so auffällt. Freut mich sehr. Und ja, habe auf jeden Fall Bock. Ich habe sowas auch Bock, öfter mal so IRL-Touren zu machen. Jetzt wird es ja auch immer heller. Ich meine, jetzt hier so ist halt schon ein bisschen dunkler, aber man erkennt ja trotzdem noch das meiste so. Also vielleicht so kleine Touren einfach mal öfter. Wären schon ganz nett so. Ach, vielleicht keine Ahnung, nicht. Ich habe hier auch bald Pfingstferien, da habe ich echt sogar, sind echt sogar Betriebsferien von der Bäckerei. Also kann ich da komplett einfach irgendwas machen. Irgendwie so, keine Ahnung, ich habe schon mal überlegt, einfach so Nord-Süd-Tour durch Deutschland, einfach mal so Nord-Süd durch Deutschland. Aber keine Ahnung, muss ich halt auch gucken, ob ich das dann halt auch noch durchziehen werde mit einfach immer irgendwo im Wald nächtigen oder so. Weil das ist dann schon eine längere Zeit so. Muss man halt gucken, wie ich das dann mache. Ist auf jeden Fall huge Content, danke. Aber ich habe auch echt die Bock so ein bisschen nice Content zu machen, einfach Sachen auszuprobieren jetzt hier. IRL, auch das mit dem Minecraft, auch das hier, das habe ich ja auch vor Samstag im Stream wieder, wenn ich zu Hause bin, da auch dann meinen Minecraft SMP Server mal zu starten. Mal gucken, wie das wird. Und ja, das ist halt so das Geile auch am Stream. So. Du kannst halt einfach, es ist einfach so, sag ich mal, nicht so ein bestimmtes Hobby so. Wenn du irgendwann einfach gar keinen Bock auf ein Gaming hast, irgendwann so, kannst du einfach trotzdem noch weiter streamen und halt irgendwas anderes machen. Klar brauchst du halt für Steam auch irgendwelche bestimmten Bedingungen oder so, klar. Du musst jetzt halt auch in gewisser Weise Spaß machen, aber wenn dir es grundsätzlich Spaß macht, kannst du ja eigentlich eine große Abwechslung auch schaffen. Die peinliche Situation von einem Fremden, an die ich mich erinnere, kann ich die Person auch nicht bezuordnen. Genauso ist es halt. Also man fällt im Leben von anderen Leuten nicht so an. Guck mal. Wenn ihr irgendwie denkt so, keine Ahnung, heute Haare irgendwie scheiße, irgendwie oder so, keine Ahnung. Denkt ihr euch bei random Personen einfach so, boah, die hat aber scheiß Haare, Digga. Also, das denkt man doch nicht, oder? So, im Endeffekt jucken sich eigentlich viel weniger Menschen für einen, als man denkt, so. Und das ist cool. Das gibt dann auch ein bisschen Freiheit. Doch. Ja, okay. Aber jetzt nicht so bei so Standardfrisuren, oder? Also, da müssen die schon wirklich goofy sein, so. Natürlich in so Extremfällen merkt man das schon, aber so, also vor allem selbst übertreibt man dann, das ist auch kritischer, als man wahrscheinlich denkt, so.
heute war meine halbe Weg. Scheiße. Nämlich kein Übel, der sagt, okay, warte. So. Sieht man hier irgendwas? Okay, guck mal, nicht mal das juckt irgendwen. Ich blöde, niemand hat sich umgedreht. Nicht mal das juckt irgendwen so. So. Und ich glaube, das ist auch so der Vor- und der Nachteil an der Stadt, dass es also anonym ist. In meinem Dorf hast du halt eher so dann Gemeinschaft und sowas halt. Und du kennst halt die Leute. Aber du kennst halt auch die Leute so, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Moin. Und ja, das ist halt das Problem. Das ging so. Ich warte nach der Gamescom auf den Zug nach Krefeld und rede mit Freunden. Da kommt ein obdachloser Mann und pinkelt direkt neben uns auf gleich, weil die öffentlichen Toiletten so schmutzig sind. Als ich entschuldige, meinte, entschuldige meine jungen Herren, aber meine Blase pflanzt. Erinnere ich mich, der nicht mehr weiß war. Guck mal, selbst sowas, Digga. Selbst sowas. Was so. Ich glaube, keiner hier würde das machen so. Aber selbst bei sowas erinnert mich da an sich nicht, wer das war. Dieser Mann könnte dir morgen begegnen und dir fucking eine Versicherung oder sowas andrehen und du sagen, ich habe diesen Mann nie gesehen. Das ist ein seriöser Mann. Ich glaube dem. So, das ist das Ding. Aber Sigma. Einfach Toiletten schmutzig, deswegen einfach in die Kleide, Digga. So. Geht hier noch was ab? Ich glaube, hier sind wir auch lang gelaufen, als wir bei der Gamescom noch beim Wellenbogen-Konzert waren. Oder hier irgendwo, weil es gibt ja bei der Gamescom irgendwie noch so Konzert auch, also Free-Konzert in der Stadt. Aber da waren wir actually, das war ganz nice, aber es war also ein Free-Konzert, deswegen also, da lagen da auch so Scherben und sowas. Aber tu selbst bei sowas erinnere ich mich nicht mehr an die Typen, ne? Das ist so insane. Also, holy shit. So. Aber kann man hier noch irgendwas anschauen? Ich will eigentlich noch nicht beenden, weil es ist so cool gerade. Es macht so viel Bock. Es macht so viel Bock gerade. Es ist so vollständig hier so eine Stadt zu erkunden. Es macht so viel Spaß. Ich habe voll Bock, das öfters zu machen. Aber ich muss leider halt auch irgendwie noch irgendwas essen und zukriegen, dies, das. Ach Mann. Wie viel Zeit haben wir noch? So, wir haben jetzt, wir haben schon fast 40, Digga. Wann kommt der Zug? Ja, so nun nehme ich einen später und ich schlafe dann halt ganz spät. Ich habe ganz wenig Schlaf, so morgen. Aber juckt. So. Ja, das macht Bock, komm, wir ziehen einfach noch ein bisschen labern, ein bisschen dies, das. Weiß halt nicht, was hier noch kommt. Aber guck mal, wie schnell das hier auch abflacht, so. Wenn du hier so von den Big-Regionen hier wegkommst, so hier ist ja einfach wirklich gar nichts mehr los, so. Ich meine, ist jetzt auch schon später, so. Aber ja, sobald du halt hier von den ganz großen Locations wegkommst, ist ja hier auch gar nichts mehr los, so. Das ist voll krass. Weil es wirklich diese Treffpunkte gibt wahrscheinlich. Wie ist die Luft denn so in Köln mit Wind und Temperatur? Hatte Wind. So, warte, wo ist am kühlsten? Das hat irgendwie keinen Unterschied. Jetzt ist echt kein Wind da. Damn, aber eben warst du da raus, aus der Richtung. Und Temperatur, ja, geht. Also hier mit der Jacke und so fühlt sich gerade gut an. Fühlt sich gerade gut an. Oh, damn, was ich auch gesehen habe. Oh, das muss ich noch erzählen. Weil als ich dann den Bahnhof angegangen bin, und das war echt smart, hat jemand so einen Banner an sein Haus, also das Haus war halt direkt an den Gleisen, da hat so einen Banner, jemand einen Banner mit Twitch und Instagram seinem Namen so. Ich glaube, das war irgendwie Mädchen Gaming TV. Also wie Mädchen halt dieses Game und dann Gaming und TV.
Also chilligst du draußen pennen, sagst du, ja, ja schon. Not habe ich auch noch eine extra Decke auf jeden Fall dabei. Regen wäre halt ein bisschen erst, da müsste ich vielleicht noch so ein kleines Hütchen oder so suchen, aber gibt es ja auch in den meisten Orten. Und so nur das hat das halt so ein bisschen Seven Worlds Wild Vibes. So, das geht ja auch. So. Oh, guck mal, da sind zum Beispiel jetzt Guys. Aber weil die jetzt allein sind, habe ich jetzt so ein viel weirderes Gefühl, wenn ich da einfach vorbeigehe, als jetzt so in so einer fucking Big Crowd. So. Also das ist von mir so. So in der Masse geht es halt einfach unter. Be back, willkommen zurück, geh weg. Channel's Black, oh mein Gott. Ja, das ist smart. Aber guck mal, wie viele Leute da vorbeifahren, fahren so wegen Gamescom oder so. Kommen da voll viele Leute rein, die genau in diesen Topics interessiert sind. Also eigentlich smart. Kann mal jemand gucken, ob es den Kanal wirklich gibt, die Match, der wäre jetzt einfach so live. Dann wäre es actually funny, dann ein Rating zu machen. Also Metin Gaming TV heißt der. Ich weiß nicht. Aber doxt er sich nicht so auch? Ja, das ist halt die andere Sache. Natürlich doxt er sich damit halt auch. Aber ja, wenn es bei Twitch läuft, kann er eine andere Wohnung holen. So. Aber mich würde echt mehr interessieren, wie viele Follower er davon hat. Weil ich hätte auch extra einfach die Wohnung gekauft, so, nur um da das Banner aufzulegen. Das wäre actually halt anders krass. So, oh, warte, hier ist ja direkt grün. Ja, gehen wir rüber. So, worauf warten wir? Ja, moin. So, okay, da ist echt die Rot. Da bleibt man stehen, Leute, wisst ihr. So. Wir halten uns hier natürlich auch ans Gesetz. Und gehen nicht rüber, auch wenn weit und breit nichts ist. Oh, warte, da kommen jetzt sogar Autos, ne? Moin. Er macht den Freiwilligen schon. Was der für Freiwilliger schon hat. Hat schon sich gedoxt? Davon habe ich nichts mitgekriegt, Digga. Aber hier sind wir echt lang zu diesem Konzert auf der Gamescom. Okay. Rotgänger, Totgänger. True. True. Immer schön vorbildlich. Ich bin auch so ein trauriger Rotanhänger. Manche fühlt sich echt dumm. True. Und also alle gehen und du stehst da. Also, ja, aber jetzt ist grün. Jetzt ist grün. Let's go. So. Und ich weiß sogar, wir sind dann hier diesen Weg, glaube ich, lang gegangen hier. Also wir sind vor wie diesen dünnen Bürgersteig lang gegangen. Aber ich glaube, der eigentliche Weg ging halt so hier außen rum, aber wir haben das nicht gesehen. Wir sind hier so diesen Bürgersteig da lang gegangen, wo halt immer die Autos und sowas auch vorbeifahren. So. Und ja. Aber ich, ja, keine Ahnung, ich finde bei Rot halt, fühlt sich einfach gut an. Ich denke mir auch immer so, ich habe doch die Zeit, ich habe doch die Zeit so. Wo ist hier WDR? Ah, da steht zumindest einmal WDR. Ich glaube, John hat sich schon zweimal selbst gedrückt. Oh damn, nah bro, nah. Ja, zweimal selbst gedrückt, Junge. Ich meine, ich könnte sagen, es ist mir auch mal passiert. Aber niemand hat es gemerkt. Niemand hat es gemerkt und ich hab's rausgeschnitten. Man lebt nur einmal. Ja, aber man hat doch Zeit. Man hat doch Zeit, so. Keine Ahnung, ich muss mich ja nicht stressen. So. Was mache ich mit dieser halben Minute, die ich jetzt an Lebenszeit erhalten habe, weil ich bei Rot gewartet habe. Menschen einfach bei Grün warten und bei Rot einfach gehen. So, sorry, aber heute war Gegenteiltag, Digga. Nur deswegen wurde ich platt gefahren. Ich denke immer so Stern wäre dumm, deswegen gucke ich auch in einem Schaden zu Ende weiter Richtung. True.
dass ein Auto aus der falschen Richtung kommt, wäre dummer, noch dümmer wäre deswegen drauf gehen. Schu, schu, schu. Ich gucke aber immer beide Richtungen, weil das ist ja auch, ich glaube, das wird sogar bei der Fahrschule wie eingetrichtert. Du musst ja auch immer so ein bisschen mit der Dummheit der anderen Geist, der anderen Leute rechnen. So. Und so, deswegen ist das halt immer smart, die Dummheit der anderen auch noch einzuplanen. Vor allem, weil er halt selbst dumm ist, wie ich. und ja, deswegen. So. Mache ich dann automatisch. Stimmt, das machen wir auch automatisch so. An jeder Straße guckt man ja einfach erstmal nach rechts oder nach links. So. Einfach, um halt auf Nummer sicher zu gehen. So. Eigentlich gerade so ohne festes Ziel rum. So. Aber einfach immer so weiter in die Stadt rein, so, da war WDR, ich laufe hier einfach ein bisschen rum. Ja, weil es gerade Bock macht, einfach ein bisschen zu labern. So. Also eigentlich einfach chill. Fährt deswegen auch kein Motorrad mehr, weil on guard zu viele loste Fahrer. Kann alles richtig machen, aber trotzdem easy drauf gehen wegen Wohnung, wo er ist Mitbürger. True. Das halt mies war. Aber ja. Ja, da waren wieder so Guys. So ein bisschen goofy Guys. Wie die Folge, die ich eben erzählt habe. So. Digga, was ist hier? Was ist hier? Ist hier noch irgendwas interesting, was? Ja, aber der Motor da ja auch immer zu unsicher, glaube ich. Oder ich habe es einfach so nicht so gefühlt dafür, nochmal extra für den Führerschein Geld auszugeben, nur um halt dann 2 Jahre zu fahren, halt immer noch Auto zu fahren. So, dann, ich meine, wäre als Übung maybe gut gewesen, aber ansonsten halt eigentlich nicht so krass nützlich. So. Aber gut. So, was sagt die Uhr? Uhr 49. Ja. Oh, warte. Oh, aber hier ist jetzt echt die WDR, ne? Da steht auch so ein Truck und sowas alles. Guck mal, da brennt immer noch Licht so. Und da irgendwo die Maus. So, chillt die da noch? Oh, da ist Captain Blaubeer in dem Fenster. Aber man sieht's nicht. Oder chillt einfach Captain Blaubeer da an dem einen Fenster. Wild. Man sieht, kann ich das irgendwie visualisieren. Ansonsten trust me einfach, Leute. Trust me einfach, aber nee. Oh doch, da sieht man so ein bisschen das Rot, ne? Da sieht man so ein bisschen das Rot von dem Captain Blaubeer. Ja, mein. Und das bisschen das Rot und das Blau. Also man hat ihn erwarnt, er soll uns einen Bären auffinden. Stark. Was gibt's hier auch hinten? Die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Ja, die Maus ist Giga-Chat. Aber die Maus ist wirklich einfach Giga-Chat. So. Also Maus Twitter ist ja manchmal so Hopsname, der. Also Maus Twitter ist manchmal so Hopsname von irgendwelchen Kekos. Ich lieb's. Vor allem immer noch so richtig freundlich, was das Ganze irgendwie noch geiler macht. Er doxt Captain Blaubeer, Digga. Einfach schon Mädchen Gaming TV gedoxt und Captain Blaubeer jetzt. Digga, das ist die Doxerei. Vielleicht gehe ich doch noch zu den Kranhäusern und dox den, Digga. Maybe. War so, da muss er ja mies fett auch Security sein. So. Du kannst da safe wahrscheinlich einfach so nicht so reinspazieren. So. Da wurden ja wahrscheinlich so super wichtige Leute. So. Halt die so ganz big verdient. Oh, das Parkhaus geht zu. Noch schnell durchsliden wäre episch gewesen, aber ich glaube, dafür ist jetzt schon zu spät. So. Killing Street. Was ist das eigentlich für kranke Botten, dass man jeden Schritt hört? Keine Ahnung, ich habe Schuhe von Yomos, heißt es, glaube ich. Weil ich glaube, ja, sie sind so
es gibt halt weniger Schuhmarken, die noch so Shit in meiner Größe produzieren. Und deswegen, die waren cool, deswegen habe ich jetzt einfach zweimal hintereinander gekauft und komplett downgewalkt. Und oh, das ist die Stadt da. So, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? So. Ah, wir sind jetzt, ah ja, genau, hier WDR und so, da sind wir. So, wir waren schon, wir haben wieder diesen Bereich hier gesehen. In Köln ist auch big, so. Also, ja, gibt es ja auch was anderes als Kirchen, aber. Oh, Mediapark. Können wir noch in den Mediapark? Ah, der ist auch nicht so nah hier dran, ne? Oder ich war schon mal in Nagasaki Park, ja moin. Ah, Mediapark wurden ja auch eine Banger-Videos gedreht. Ein Bladi-Wohnung. Das klang zu Mike, man dachte jetzt zu so Kampfstiefel, also. Das klang zu Mike einfach nur sehr begünstigt, in deutschen New York Real Rap. Welche Schuhgröße hast du? 47, 48, ich weiß gar nicht genau. War die im Mediapark da? Deswegen haben die auch immer da gedreht, weil es war ja direkt nebenan. Die haben doch früher immer auch im Mediapark gedreht. Ich bin in eine Albladis alte Wohnung eingezogen, alle Nachmieter waren sauer. So, Mensch, du kommst also so um 23 Uhr einfach rein und sagst so, oh mein Gott, Säuli, Dicker. Das wäre ja zu wild. Wenn mein Onkel dann sich Motorrad, nicht Motorrad gefahren, hätte ich noch kennen, oh der, das ist traurig. Aber herzlich Beileid auf jeden Fall dafür. Ja, sowas, was war immer mies so. Keine Ahnung, aber. Ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Er ist halt immer mies so, weil so Familie nicht mehr kennengelernt hat. Aber ja. Was soll ich denn noch sagen? Ich habe auch voll viele von meinen Also ich habe halt immer nur jeweils eine Oma und einen Opa kennengelernt, aber die leben auch bisher. Was war das? Dieser Typ hat einfach neben mir einfach so gesagt, so, mein Gott. Und ich weiß nicht warum, was vielleicht gar nicht neben mir so, lockt er sich gar nicht für mich. Kann ja auch sein, wie gesagt. Aber ja, ich habe auch nicht meine Oma und Opa kennengelernt. So, ein Oma und ein Opa habe ich gar nicht mehr kennengelernt und je ein Oma und ein Opa leben noch. Aber bei beiden Paaren ist halt jeweils einer verstorben. So, ah ja. Die Zeit mit denen hat man auf jeden Fall noch richtig gut genießen. Ich habe beide Großelternpaare kennengelernt, hat auch mal Kontakt zu meiner Oma. Oha. Oha. Das ist cool. Oh, Großeltern habe ich ja gar keine mehr. Also kennengelernt. Ah. Ja, für Oma war ich auch zu spät. Ich meine, ich war eh schon ziemlich spät. So meine Brüder sind alle so halt so um die 20 Jahre älter als ich. Also der Älteste zumindest, aber dann so 15 bis 20, glaube ich. Und ja, deswegen bin ich halt schon sehr jünger. Sehr viel jünger. So. Deswegen sind meine Eltern halt auch alt. Und dementsprechend ist alles halt davor auch schon älter.
Ah ja. Meine Oma ist dann aber vor 6 Jahren im Alter von 99 verstorben. Oh, damn. Ja, war halt cool, wenn man die Leute noch kennenlernt. So. Dass man zumindest so ein paar Erinnerungen an die hat, ist, das glaube ich, ganz cool. Aber, let's go. Wo bin ich gerade? Ist hier so ein Galeria Kaufhof eigentlich? So, oder die haben noch immer dieses grüne Teil da dran, warum auch immer. Ich check das nicht, warum die das haben, aber es ist doch so, oder? Haben die das nicht immer, oder? Gibt es Galeria Kaufhof überhaupt noch, oder ist das auch so eins, was irgendwie so gestorben ist? Ist so ein paar, ist Real nicht gestorben oder so, oder Kaufhof, ich weiß gar nicht, welche alle von denen jetzt gestorben sind und nicht. So. Echt, die kein Plan. So. Ach ja, ich will mich dann eigentlich auch langsam mal wieder zurück Richtung Dom / Bahnhof machen, so. Weil wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon gleich 11, ich wollte eigentlich nur bis 10 machen, das hat wirklich Bock gemacht. So, freue mich auch morgen wieder. Morgen dann schon ab 12 Uhr ist halt, habe ich halt die Erfahrung gemacht, so dass halt nicht so viel los wie noch in den anderen Streams. Ah ja, mal gucken, ich werde auf jeden Fall dann, denke ich, so bis 18 Uhr halt streamen, so. Mal gucken, also wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall morgen auch gerne wieder vorbei. Wo ist nächstes Morgen? Bielefeld. Ich hab echt Bock. Wir checken, ob es real ist. Also vielleicht wird es Big Conspiracy oder so. Aber ja. Morgen kann witzig werden. I am. Morgen ist Vatertag. Ich hab da gar nicht dran gedacht. Morgen ist Vatertag. Vatertag in Bielefeld. Oha, Big Content einfach. Blume 2000. Die neuesten Blumen. Morgen ist Vatertag. Moin. So, hier stehen jetzt wieder so Ampelgedöns-Zeug an. So. Motherfucker macht Vatertag da, wo Jack Sparrow seine Psychose hatte. Was? Dann hatte Jack Sparrow seine... Oh, da ist die Maus! Da ist die Maus, let's go. Wir haben noch eine Maus gespottet. Let's go, Bild. Was ist da ein bisschen kann? Ich jetzt gerade Lilly einfach zum Dom zurück und dann höre ich wahrscheinlich auf. Also vorbei. So. Maus, Digga, Maus. Maus, IEL zu sehen, ist immer so ein Erlebnis, Junge. Also vorbei. Oh, warte, da ist auch noch gerade frei. Ich würde zwar eigentlich eher zur anderen Seite gehen, aber hello. Egal. So, da kann ich auch gerade so rüber gehen, weil es einfach nur so ein Blinkerampel ist, ne? So, okay, die anderen lebt das wohl gar nicht. So. Okay, oh ja, das ist die Kölner Dom, by the way, ne? Kennt man ja, ne? Aber die Kirche war auch in der Nähe, ne? Meine ich zumindest. Oder vielleicht ist es noch eine weitere Kirche in der Nähe vom Kölner Dom. Man kann ja nicht mehr als 10 Minuten zur Kirche laufen. Ja, moin. Aber warum hatte Jack Sparrow seine Psychose in Bielefeld? Was hat damit auf sich? For real, ich check's nicht. Spielt irgendeiner der Pirates of the Caribbean Filme in Bielefeld? Also wo Jack Sparrow mit dem Jack Sparrow in Nirvana war Bielefeld, also existiert nicht. Blablabla, schießer, okay. Ich checke so halbwegs. Achso, okay, ja. Hätte ich Pirates of the Caribbean vor kürzerer Zeit geschaut, wäre wahrscheinlich echt viel funny gewesen. Scheiß drauf, war nur der
eine Million irgendwas, der Bielefeld-Witz. Aber ja, morgen wird literally ein ganzer Bielefeld-Witz sein. Ich will eigentlich einfach nur die Stadt erkunden, aber es werden so viele Bielefeld-Witze kommen. Und ich mache ja selber welche und feuer das noch an, aber es ist auch gleichzeitig lustig so. Aber ich glaube, Bielefeld hat echt gar keinen Bock auf den Jog. Und das ist lustig. Weil ich ja keine fiese Ratte bin. Mhm. Genau so ist es. Ich bin eine miese, fiese Ratte. So. Oh gut, da hinten ist auch schon wieder der Dom. Die Szene ist irgendwie so das, was mir vorbei als hängen geblieben ist, zusammen mit der schlechteste Pirat, aber ihr habt von mir gehört. Ja genau, die Szene kenne ich auch. Die andere weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal alle Pirates of the Caribbean gesehen, actually. Ich glaube, wir haben nur ein paar Mal Pirates of the Caribbean in Englisch gesehen. Bei unserer Omi-Lehrerin, die mal Kekse gemacht hat und Kuchenstunden und Vokabeltests mit irgendwie 5 Jokern oder so. Und immer den Medienwagen reingeholt habe. Mit dem ganz alten Fernseher, obwohl wir schon einen moderneren Fernseher hatten. Aber den Medienwagen konnte sie wenigstens etwas bedienen. Zwar auch nicht, sondern nur mit Hilfe von anderen, aber sie konnte ihn wenigstens etwas. Guck mal, hier ist ja immer noch WDR. Guck mal, WDR, wie dieses Spiel hier. So, wo sind diese Räume auf diesem Mausspiel, was ich vor meinem 18. Geburtstag gespielt habe jetzt? Warte, WDR ist ja auch direkt noch am Kölner Dom, oha. Das ist ja wirklich big. Aber WDR macht auch viel, oder? WDR produziert auch viel für Öffentlich-Rechtliches, oder? Also NDR macht ja Tagesschau. Was macht WDR eigentlich? Also der Mouse of Course, aber so halt wirklich auf Bundesebene so nachrichtenmäßig, so gedöns. Oh ja, da ist schon wieder der Dom. Oh, das Restaurant hat echt nice Musik. Funk heißt der Aal. Also klingt echt gut. Ah, sieht auch etwas teurer aus. Locker geht WDR so drüber, NRW so gut ist. True. Das natürlich auch. Das ist natürlich auch wahr, so. Also trotzdem. Keine Ahnung, die werden ja auch noch viel auf Bundesebene, weil es gibt ja gar keinen so festen ARD-Stützpunkt, glaube ich, so. Das sind ja alles wirklich nur diese Landesmediengedönse. Also diese Landessender, die halt dann einfach so Teamwork machen, um irgendwas zu machen, oder dann werden halt bestimmte Sachen übernommen. Axie Jam, die Musik hat Odyssey Vibes. Da habe ich auch gedacht. Ja, auch mal. Ich habe gerade so kurz so New Donk City gedacht. True. So. Oh ja. Hier werden wir noch mal am D zu dem U zu dem M. Und ja. Ich würde sagen, ist mit Milo noch ein Mod da? Also Milo, bist du noch da? Dann könntest du noch einen Raid machen, wenn du Bock hättest. Aber ansonsten... So geht's, Pin, gute Nacht dir im Wald. Gute Nacht, Samstar, by the way. Aber ja, ich bin jetzt am Dom, würde ich echt dann auch mal langsam mal Stream beenden. So. Aber okay, ich werde noch mal gucken. Habt ihr noch hier zum Raiden schnell? Das werde ich noch mal kurz in der App gucken, wenn noch gerade live ist. So, ich sollte jetzt noch live sein. Ah ja, bin ich auch. Let's go. So. Mr. Chocolate Chip ist noch mal live. Komm, dann mach doch gerade mal hier Wait bei Mr. Chocolate zu dem Chip. So.
Okay, wie mache ich das am besten? So, warte, ich habe doch hier diese App. Kann ich da auch einfach Raids machen, indem ich das in den Chat schreibe? Ich probiere das mal. Weil jetzt sind wir nicht gerade so goofy, ne? Wahrscheinlich. Ah ja, ich mache nochmal für den Abspann, mache ich nochmal ordentlich. So, warte, nicht in Spiel-Nator-Chat, sondern in mein Chat, actually. So, aber ich habe echt so einen Chat, mit dem man auch Sam TV und so Emotes auf dem Handy nutzen kann. Also, ist echt. Wait. Mr. Chocolate. Choco. Oder was heißt damit das? Choc oder Choco? So. Mr. Anin. Choc. Einfach nur Choc. Mr. Choc. Der ist so ein Goofy, das in die App einzutippen. Chocolate Chip. So, alles zusammen, ne? Alles zusammen hier. Chocolate Chip. So, sollte passen. Sollte starten. Rein und viel Erfolg beim Start. Ich freue mich auf die weiteren Streams. Das heißt, let's go. Ich denke, ich werde noch ein bisschen Stories vom Schlafplatz-Grind auf jeden Fall machen. So, warte, jetzt bin ich nochmal in der App. So, ich sehe jetzt natürlich nicht, wenn der Raid irgendwie durchläuft oder so. Also, ja, sag einfach, was ist da? Keine Ahnung. Wenn der Raid irgendwie am Ablaufen ist. Ja, ich würde jetzt ansonsten einfach sagen, vielen Dank für den Support. Heute war actually cool. Ich habe so viel Bock, mehr davon von dem Zeug zu machen, actually. Ja, vielen Dank nochmal. Gute Nacht, G. Gute Nacht, Ewek. Gönnt euch auch den Raid, wenn ihr jetzt noch durchkommt oder so. Oh, warte, hier hat eigentlich noch Razor Lori reingeschrieben, stimmt. Wäre auch gute Vorschläge gewesen. Tschu. Aber ja, guter Chocolate Chip, okay, mein Rap. Tschüss. So, warte, habe ich nicht mehr Mr. Chocolate Chip sogar in der App drin? Warte. Ich habe doch Mr. Chocolate Chip noch in der Trächte. Gute Nacht auch Lise. Ich habe doch Mr. Chocolate Chip auch in der App als Chat drin, ne? So, dann machen wir es auf ganz smart einfach. Wir werden aber gucken, wann die Benachrichtigung bei Mr. Chocolate Chip reinkommt. Dass der Raid drin ist. Und dann sollte es ja so gehen. So, oder hat der Raid jetzt überhaupt funktioniert? Seht ihr bei euch einen Raid? Seht ihr bei euch einen Raid? Oh ne, unrecognized command. Okay. Aber der Command wurde nicht mal registriert, okay. Ajo, ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ja, sieht man sich dann einfach morgen, 12 Uhr dann wieder, gute Nacht, nö, ich sehe nichts, okay, ja. Dann sehen wir uns einfach morgen wieder 12 Uhr nach. Könnt ihr einfach so bei Mr. Chocolate vorbeigucken, ist ein cooler Dude. Also ja. Liebe Grüße, ich werde vielleicht morgen gucken, dass ich irgendwie mit dem Tablet das hinkriege oder so, wieder einen Raid noch zu machen. Haut rein. Vielen Dank für den ganzen fetten Support heute. War ultra geil. Hat wirklich Bock gemacht, der Stream. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. War super cool. Viel lieber an euch. Danke. Danke auch nochmal an... ich sehe gar nicht, ich hab's hier, die heute reinkommen, aber danke auf jeden Fall an jeden, der nochmal gesubbt hat. Und ja, vielen, vielen Dank, let's go und tschüss, bis morgen dann, 12 Uhr. 12 Uhr, ja, morgen 12 Uhr, genau. Let's go, tschüss. Yo, Sieben, tschüss.